Einen wunderschönen Vormittag an euch alle, an die ganzen Klassen und Lehrkräfte, die bei Mission X 2021 dabei waren. Ein herzliches Willkommen aus dem Ars Electronica Center in Linz. Mein Name ist Peter Habison und ich freue mich ganz besonders, Sie und euch alle heute bei unserem Abschlussevent begrüßen zu dürfen. Mission X, ja, auch dieses Jahr wieder im Zeichen, leider von Corona, aber es ist ganz großartig gelungen, kann ich schon vorab sagen. Und ich freue mich, dass wir diesmal alle Klassen live dabei haben, die den Wettbewerb bis zum Schluss durchgehalten, ja, wirklich großartig durchgeführt haben. Und wir möchten heute in den kommenden 2 Stunden einen kleinen Rückblick geben über das, was diese Tage, was diese Monate passiert ist bei euch, bei Ihnen in den Klassen und gleichzeitig aber auch natürlich ja, ein paar Highlights, die wir heute vorbereitet haben, präsentieren. Und bevor wir aber starten, oder sage ich damit wir starten können, ja, haben wir auch ein paar Gäste eingeladen und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder wichtige Persönlichkeiten auch aus dem Weltraum bei uns haben. Und zuallererst darf ich Margit Mischkulnik begrüßen. Liebe Margit, herzlich willkommen. Margit ist im Bundesministerium verantwortlich für den Weltraum. Und liebe Margit, dürfen wir dich um ein paar erste einleitende Worte bitten. Ja, großes Dankeschön und ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, ihr hört mich. Wunderbar, wir hören dich bestens. Wunderbar. Also, großes Dankeschön und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Auf der ISS, also der Internationalen Weltraumstation, gibt es 3 Geräte, die die Astronauten täglich nutzen. Das ist ein Laufband, ein Ergometer und ein Krafttrainingsgerät. 2,5 Stunden Training pro Tag, damit die Muskeln nicht schwinden. Und, ich meine, ihr werdet noch viel mehr von Franz Fiebeck erfahren, es gibt 2 Jahre Vorbereitungszeit für einen Weltraumflug. Und eine zentrale Übung dann, wenn man in der Kapsel drin sitzt, ist, also damit man das durchhält, ist die Übung der Rückenmuskulatur. Jetzt glaubt ihr wahrscheinlich alle, ich komme vom Sportministerium, das Klimaschutzministerium ist für Sport zuständig. Nein, ich komme, wie der Peter schon gesagt hat, vom Klimaschutzministerium. Das Klimaschutzministerium ist auch das österreichische Weltraumministerium. Und gemeinsam mit der österreichischen Weltraumagentur, die in der FFG angesiedelt ist, schauen wir darauf, dass dieser Sektor, also dass die Unternehmen, die Forschungseinrichtungen, die im Weltraumbereich aktiv sind, weiter wachsen und Stärken zeigen und Arbeitsplätze schaffen. Und eine ganz wesentliche Voraussetzung, damit Unternehmen wachsen können, mehr tun können, sind, sie brauchen Experten, sie brauchen kluge Köpfe, sie brauchen Techniker, sie brauchen Wissenschaftler, aber nicht nur das. Es ist ja da von der RUAG, der Andreas Buhl da, die RUAG hat, keiner wird es glauben, der denkt sich Techniker, die RUAG hat eine Absolventin von der Modeschule Hetzendorf, die dort mit der Nähmaschine, einer riesengroßen, die Thermoisolierung für Weltraum Satelliten baut und näht. Also ihr seht, die Facette ist sehr reich, die gebraucht wird im Weltraumsektor. Und wir wollen mit euch Interesse dafür wecken. Interesse dafür, dass ihr dann vielleicht hoffentlich in eine Technikschiene oder in eine andere Schiene euch weiterentwickelt. Aber jedenfalls wisst, der Weltraumsektor bietet unendlich viele Möglichkeiten, wie man sich beschäftigen kann. Ein großes Dankeschön möchte ich jetzt ausdrücken an den Peter Habinson, an den Andreas Bauer, beide von der Ars Electronica, die da im Hintergrund ganz fleißig werken, damit das alles da funktioniert. Großes Dankeschön natürlich an die Lehrerinnen und Lehrer, die da mit Engagement dahinter sind. Und ein besonderes Dankeschön an euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dass ihr da so fleißig mitmacht und so aktiv mit dabei seid und euch interessiert. Ich wünsche euch weiterhin großes Interesse für den Weltraum und bleibt dabei. Danke. Liebe Margit, vielen herzlichen Dank für deine
persönlichen und wirklich ganz, ganz wichtigen einleitenden Worte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier gemeinsam vorankommen in die Zukunft. Und da möchte ich als Zweites nach dir, liebe Margit, unsere langjährige Partnerin und in der FFG zuständig für die Bildung, Michaela Gitsch, begrüßen. Servus, Michaela, willkommen. Hallo nach Linz. Liebe Michaela, danke auch dir wiederum für deine großartige Unterstützung seit vielen Jahren. Dieses Projekt ja schon über 10 Jahre gibt, und aber ohne die Unterstützung der FFG wäre das nicht möglich gewesen. Liebe Michaela, darf ich dich auch um ein paar Worte an unsere Klassen, an unsere Schülerinnen und Schüler bitten? Ja, sehr gerne. Herzlich willkommen namens der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und ihrer Weltraumagentur an die vielen Astronautinnen und Astronauten, die heute dabei sind. Wir haben dank des Geldes, das uns das Ministerium zur Verfügung stellt, diesen Wettbewerb Mission X unterstützt. Und ich freue mich wirklich, dass so viele Kinder mitgemacht haben und auch heute online bei der Abschlussveranstaltung mit dabei sind. Die Europäische Weltraumorganisation ESA, die sucht ja gerade neue Astronautinnen und Astronauten. Und ihr habt ja euren Wettbewerb Fit, mach mit, train like an astronaut ja schon erfolgreich hinter euch. Und wer weiß, vielleicht wollt ihr ja auch einmal Astronautin oder Astronaut werden und bei einer der nächsten ESA-Ausschreibungen, das kommt bestimmt, euch bewerben. Der Peter Havison hat mir geflüstert, dass es insgesamt 14 Klassen ins Finale geschafft haben und insgesamt fast 500 Kinder aus ganz Österreich bei dem Wettbewerb mitgemacht haben. Ganz toll, dass ihr alle dabei wart und es auch vor allem bis ins Finale geschafft habt. Und als Belohnung für diese vielen Fitnessstunden in euren Klassen, die tollen Missionen, Projekte, die da entstanden sind und die ihr durchgeführt habt, da erwartet euch gleich Spannendes und Interessantes. Ihr seid sicher schon alle sehr aufgeregt und ich bin auch schon sehr neugierig. Die Margit hat schon gesagt, auch von meiner Seite, Dankeschön an alle Lehrkräfte, die da so mit Motivation und Eifer mitgemacht haben, und an die Organisation, allen voran dem Peter Habison und dem Ars Electronica Center in Linz, die den Wettbewerb ermöglicht haben. Es ist einfach toll zu sehen und wirklich schön, dass auch in einer schwierigen Zeit so viel Innovatives, Neues, Spannendes entstehen kann. Ich bin schon sehr neugierig auf die Präsentationen. Viel Spaß und Gratulation an alle, denn ihr seid alle Gewinnerinnen und Gewinner schon jetzt. Vielen Dank. Lieber Michaela, vielen herzlichen Dank für deine einleitenden Worte. Und ja, wir bleibt bitte dran. Ja, und wir wollen jetzt gemeinsam uns ein bisschen die Höhepunkte von Mission X aus diesem Jahr ansehen. Ja, es war keine einfache Runde wiederum, denn es war ein Auf und Ab, Schule, zu Hause, mit Maske, ohne Maske, drinnen, draußen, viele Dinge habt ihr aber, das muss man sagen, großartig bewerkstelligt. Und ich möchte ein paar Dinge kurz zusammenfassen, als ein bisschen als Erinnerung, was gewesen ist, als kleinen Rückblick. Und danach ja, habe ich einen Gast hier zu mir eingeladen, bevor wir dann unseren österreichischen Astronauten, den Franz Fieböck, befragen werden. Aber dazu kommen wir noch gleich. Ja, begonnen hat alles im Jänner. So ist es bei Mission X, dass im Jänner alles startet, dass im Jänner die Missionen beginnen, und das allererste, was wir normalerweise tun, ist, dass wir zusammenkommen von Ihnen, von euch, von den Lehrkräften, uns persönlich treffen zu einem Kick-Off-Meeting. Und ja, dieses Kick-Off-Meeting hat es gegeben, auch dieses Jahr, aber ja, wir haben es, wie Sie sich euch erinnert könnt, als Livestream auch aus dem Ars Electronica Center gemacht. Das hat damals schon ganz gut funktioniert und wir hätten uns natürlich gefreut, heute euch hier alle begrüßen zu dürfen. Leider müssen wir heute wieder auf der, noch, ich hoffe,
es bleibt beim noch nur mehr das letzte Mal in dieser Form, in virtueller Form uns treffen. Ja, das Kickoff war im Jänner, und nach dem Kickoff geht es eigentlich meistens relativ rasch schon los und die Missionen beginnen. Insgesamt habt ihr 19 Missionen durchgeführt, und das ist eine große Leistung, denn 19 Missionen durchzuführen innerhalb dieser wenigen Monate von Jänner bis Mai ist immer eine Herausforderung. Und es sind verschiedenste Arten von Missionen. Es sind Wissenschaftsmissionen, aber sehr viele sportliche und körperliche Missionen. Und ja, hier habe ich ein paar unserer Missionen, sind in ein paar Bildern hier zusammengefasst. Es geht um Laufen, es geht um Training, es geht um sich bewegen. Es geht darum, dass man sich koordiniert. Es geht hüpfen, springen, ja, klettern, einen Berg am Mars erklimmen. Viele andere Dinge. Ich habe jetzt hier nur die Ernährungspyramide, ist euch vielleicht auch ein Begriff. Und last but not least, ja, ihr habt das so, glaube ich, einige von euch haben sogar eine Fahrradprüfung während Mission X gemacht. Und Mission X ist auch, das Fahrrad schwingt dich auf dein Weltraumfahrrad. Das ist auch eine der Übungen gewesen. Also die Missionen haben gleich begonnen, und ihr habt euch wirklich ins Zeug gehaut. Das freut mich wirklich sehr. Und wir versuchen dann Mission X auch immer ein bisschen zu begleiten. Und es war so, dass eben, wie gesagt, in den Klassen dann schon trainiert und geforscht wurde. Also wenn es möglich war, natürlich in der Schule. Und ein paar Eindrücke möchten wir immer zeigen. Es sind immer nur ganz wenige Eindrücke. Es ist unglaublich viel, was bei euch passiert ist. Aber wir sehen hier, ja, wenn wir ein bisschen Kniebeugen, richtige Kniebeugen machen, ist gar nicht so einfach, ne, wenn man das macht. Aber ihr habt das also wirklich fantastisch gemeistert. Und natürlich auch geforscht. Mission X ist ja ein interdisziplinärer Wettbewerb. Es geht nicht nur um die Bewegung, die braucht der Astronaut, die brauchen die Astronautinnen, aber es geht natürlich auch ums Wissen, ums Weltraumwissen. Und die Astronautinnen und Astronauten, hier haben wir ein paar junge Forscherinnen an der Arbeit, na, die hier sich in der Schule mit ihren Forschungsaufgaben, den Mission X-Forschungsaufgaben, gewidmet haben. Ja, aber es war halt leider nicht nur in der Schule möglich, sondern auch zu Hause. Und die nächsten Missionen, oder einige von euch, haben großartig zu Hause trainiert. Das hat mich wirklich begeistert. Ja, haben zu Hause ihre Lauf, ja, in den Vorzimmern, in den Wohnzimmern. Ja, ich meine, muss sagen, ich gratuliere auch den Eltern, ja, was sie hier alles geleistet haben in dieser Zeit, die schon sicherlich nicht einfach war. Und jetzt noch ein Astronautentraining zu Hause. Also das muss ich sagen, das hat es auch noch nicht so oft gegeben. Und ja, zu Hause kann man natürlich dann auch Puzzles machen und Weltraumdinge zusammensetzen. Also wie gesagt, nicht nur in der Schule, sondern eben auch zu Hause habt ihr ganz aktiv an den Missionen gearbeitet. Und natürlich, und da geht es ein bisschen besser und ein bisschen leichter, im Freien. Und im Freien, was bietet sich mehr an, als im Freien, als mit dem Fahrrad zu fahren? Und hier einige eurer Fahrradaktivitäten sind dann im Freien passiert. Und ich glaube auch einige haben die Fahrradprüfung gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Also Gratulation, super. Also die Missionen haben gestartet, und ihr wart ganz vielfältig unterwegs. Und wir versuchen aber dann uns immer ein bisschen dazwischen zu treffen. Und in diesem Falle, ja, wieder mal online. Und das war auch für uns ein kleines Experiment, sage ich, so ein Online-Meeting zu machen. Und ja, es ist aber gut gelungen. Wir hatten doch ein schönes gemeinsames Online-Meeting am 12. März. Einige werden sich daran erinnern. Und das war sehr fruchtvoll, weil einige Dinge daraus entstanden sind. Einige Teile konnten geteilt werden, einige Unterlagen. Super, muss ich sagen. Und ja, last but not least, 12
von Ihnen waren dabei am 12. März. Ja, das 12 ist hier jetzt offensichtlich eine besondere Zahl, ja, das ist es auch tatsächlich. Und hier eine kleine Karte gemacht, wo überall Sie heute hier verteilt sind. In Wirklichkeit sind wir noch ein bisschen mehr verteilt. Die, die sich jetzt hier nicht auf der Karte finden, nicht traurig sein. Ihr wart nur einfach an dem Tag leider nicht dabei, aber heute seid ihr dabei. Also dazwischen hatten wir dieses Online-Meeting, das ganz gut geklappt hat. Und ja, dann normalerweise kommen wir in die Klassen. Normalerweise Österreich ist nicht so groß, dass man nicht durch Österreich fahren könnte. Und normalerweise kommen wir euch besuchen. Ja, das war halt gemeinsam unterhalten haben. Wir haben gemeinsam geschaut, was ihr geleistet habt. Sie habt mir einiges präsentiert und ich war wirklich, ich kann sagen, sehr beeindruckt von dem, was bei euch in den Schulen, in den Klassen, aber auch darüber hinaus passiert ist. Also wie gesagt, das ist hier jetzt mal meine ganz persönliche Dankeschön und Gratulation an euch. Diese Klassenbesuche haben mich teilweise wirklich sehr beeindruckt, was da alles geschehen ist. Es gibt aber noch viel mehr bei Mission X. Mission X ist, ja, ich kann es wirklich sagen, es ist eine Herausforderung, ja, für alle beteiligten Teams. Und es gab, oder wir von Mission X bekamen über 100 Teamberichte. Und diese 100 Teamberichte könnten wir hier nicht alle auf die Wand werfen, aber davon, wie gesagt, einige habe ich herausgenommen. Und die sind wirklich vielfach ganz großartig geworden. Ihr habt gezeigt, was ihr alles gemacht habt, aber auch die künstlerischen Aspekte sind nicht zu kurz gekommen. Eure Portfolios, die ihr gemacht habt, die Fragen, die Diskussionen. Also ich muss sagen, ich war wirklich schwer, schwer begeistert. Und was noch dazu kommt, ist, die Teamberichte sind fast alle on time gekommen. Ihr habt die Teamberichte wirklich immer am Ende des Monats geschickt. Und ich weiß, wie schwierig das oft ist, wenn man unter Zeitdruck steht. Ja, und jetzt muss man noch für Mission X einen Teambericht abliefern. Fantastisch. Also ich war wirklich begeistert. Und nicht nur die Teamberichte hat es gegeben, sondern wir haben auch zum ersten Mal eine Facebook-Gruppe gegründet. Und einige von euch haben sich unglaublich daran beteiligt. Und das freut uns natürlich auch. Und es sind einige wirklich tolle Facebook-Postings dabei entstanden. Mit Videos, mit Bildern, mit Animationen, allem Möglichen drum und dran. Also ihr habt uns wirklich gezeigt, was ihr alles drauf habt. Und das war großartig. Also wir freuen uns, dass das so funktioniert hat. Aber es kann natürlich immer noch besser werden und wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren noch ein paar Dinge zusätzlich ergänzen können. Das war jetzt ein ganz kleiner, kurzer Ausschnitt aus dem, was ihr gemacht habt. Und wir möchten aber euch natürlich noch ein bisschen mit ein paar interessanten und spannenden Dingen heute unterhalten. Und das Nächste, was ich mich erinnere, was ihr auch vielfach gemacht habt in den Klassen, waren zwei Dinge. Ja. Ihr habt euch viel mit dem Planetensystem beschäftigt. Ja. Und ein Planet, der hier ganz besonders im Zentrum stand, war der Mars. Denn der Mars, ja, an dem sind ja dieses Jahr einige Raumsonden gelandet. Einige von euch haben das mitverfolgt und haben viel darüber gewusst. Und wie kommt man zu Mars? Zu Mars kommt man natürlich nur mit einer Rakete. Und einige von euch haben auch ein bisschen Raketen gebastelt und haben Raketen teilweise auch ein bisschen fliegen lassen. Natürlich, die sind jetzt nicht bis zum Mars geflogen, aber man muss immer klein anfangen. Und diese ersten Raketen, die ihr da fliegen habt lassen, die funktionieren genau nach dem gleichen Prinzip, wie die großen Raketen auch funktionieren. Und wir fliegen jetzt zum Mars und in dem Sinne, dass ich euch ein bisschen etwas, aber eigentlich gar nicht ich, sondern ein lieber Kollege, Partner und Freund präsentieren wird. Und es ist jetzt niemand geringerer als Andreas Buhl, der Geschäftsführer von Ruag Space GmbH, der größten österreichischen Weltraumfirma. Und ich darf Andreas dich bitten, kurz zu mir zu kommen. Ja, und, gerne, Peter.
dich hier bei mir einzuladen auf ein kleines Gespräch bzw. eine kleine Präsentation, die du uns vorbereitet hast. Du hast mir erzählt, ja, dass Österreich auch im Weltraum durchaus aktiv ist und was mit tut. Also das heißt, die Raketen, die zum Weltraum fliegen, da fliegt auch ein bisschen Österreich mit, soweit ich das verstanden habe. Und nicht nur in den Raketen, sondern ich glaube auch bis zum Mars. Da ist auch einiges in Planung. Und auf das freue ich mich jetzt. Ja. Erzähl uns doch ein bisschen etwas über, was Österreich da im Weltraum so leistet. Ich komme gleich wieder. Ja, ich horche jetzt ganz schön gespannt zu. Genau. Und dann hast du noch was mitgebracht. Ich habe noch was mitgebracht. Und das machen wir am Schluss. Ich wollte mich aber erst noch bei dir ganz herzlich bedanken für die dritte Einladung. Ich war das erste Mal dabei, da war Mission X Live hier. Da waren wir mehrere hundert Kinder auf der großen Treppe. Super Event. Über 500, ja. Das haben wir zweimal eben online gemacht. Und ich freue mich auch ganz besonders deshalb, weil es ist mir echt ein Anliegen, die Gelegenheit zu nutzen, Kinder, Jugendliche für die Raumfahrttechnik und überhaupt für Technik zu motivieren. Es ist einfach der Wert, da was zu tun. Es ist eine spannende Branche und ich habe heute einfach ein paar Slides hier mitgebracht, wie beim Online-Learning, sind wir also wieder mittendrin. Und ja, ich freue mich, das eben mal vermitteln zu dürfen und Dankeschön. Ja, wir freuen uns. Ja, sehr gerne. Wunderbar, gut. Ja, erstmal möchte ich mich bei den Kindern hier ganz herzlich bedanken, bei den Lehrkräften, dass es funktioniert. Mein Name ist Andreas Buhl, Geschäftsführer der RUAG Space Austria. Es ist das größte Weltraumunternehmen in Österreich. Ich möchte heute über Selfie-Sticks am Mars und über Raketen berichten. Selfie-Sticks kennen wir alle, das ist, wenn man aus dem Urlaub ist und dann eben halt den Selfie-Stick nach verlängern kann, so eine ausziehbare Antenne, und sich selber fotografieren kann. Das haben wir tatsächlich geschafft, dieses auf den Mars zu bringen. Das zweite ist dann auch schon angesprochen von Peter, das Thema Raketen. Auch dort sind wir dabei und liefern einen entsprechenden Hitzeschutz aus. Der Mars haben wir vorher schon gesehen. Hier sieht man ihn deutlich, ein brauner Planet. Drei Missionen sind dieses Jahr zum Mars gestartet. Die drei Missionen deshalb, weil es ein optimales Startfenster war für diese Missionen. Und es war mal die NASA dabei, dann waren die Chinesen dabei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Haben alle den Weg zum Mars gefunden. Und die einzige Frage, die uns als Menschen natürlich überhaupt interessiert an der Stelle ist, gab oder gibt es Leben auf dem Mars? Er hatte früher eine Atmosphäre, das wissen wir. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es am Mars eben so zugeht. Man sieht hier wunderbar unseren Heimatplaneten, die Erde, die blaue Murmel. Man sieht wunderbar Wasser, das ist alles, was man im Leben eben braucht. Und weiterklicken. Oh, Entschuldigung. Ah, genau, das war der Trick heute. Genau, unser Heimatplanet, der blaue Planet und demgegenüber der halb so große Mars, ein brauner Planet, schaut nicht so wirklich aus wie unsere Erde. Und das bestätigt sich dann natürlich auch, wenn man weiterschaut. Es hat ungefähr minus 63 Grad Celsius Durchschnittstemperatur am Mars, im Gegensatz zur Erde, wo wir ungefähr 12 Grad haben, über unsere schöne Atmosphäre, die eben alles ausgleicht. Und es ist ein unwirtlicher Planet, darum heißt auch roter Planet. Man sieht es hier, roter Staub und minus 63 Grad Celsius. Die NASA, also die amerikanische Weltraumbehörde, hat ja eine Landung geschafft dieses Jahr. Und die haben dann zum ersten Mal auch einen Hubschrauber dabei gehabt. Der Hubschrauber heißt Ingenuity oder Einfallsreichtum, fand ich eine kluge Sache. Das wird das erste jemals von Menschen gebaute Flugmodell sein, das auf einem anderen Planeten fliegt. Warum kann der Hubschrauber fliegen? Es gibt eben halt eine kleine Atmosphäre, die am Mars übrig geblieben ist und die erlaubt so viel Antrieb, dass man einen 1,2 Kilogramm großen Hubschrauber dort zum Fliegen bringt, und der hat in der Zwischenzeit, glaube ich, 4 oder 5 Missionen gemacht, natürlich nur kurze Flüge, und hat bewiesen, dass es auch möglich ist, über die große Distanz, wo die Signale ja bis zu 8 Minuten laufen, dass man dort eben auch über künstliche Intelligenz einen Roboter bearbeitet oder arbeiten lassen kann und auch einen Hubschrauber fliegen kann. Nächstes Jahr ist ein weiteres Startfenster für die europäische Mission, die heißt ExoMars, die wird im Zeitraum September, Oktober starten, mit einer Rakete logischerweise wieder. Und dann hat sie eben auch einen Rover, also ein Landemodell dabei, und wird dort auch für die Europäer den Marsboden untersuchen. Hier kommt nun die RUAG Space Austria ins Spiel. Und zwar, wir haben hier, das ist ein Modell, ein Kameramast, einen sogenannten Selfie-Stick, wie wir ihn nennen. Der kommt aus Wien, im Standort Meidling, im 12. Gemeindebezirk.
Und den haben wir für die Europäische Raumfahrtagentur gebaut. Das nächste Foto zeigt uns eben bei der ESA, der linke Foto zeigt uns bei der ESA, wie so etwas original aussieht. Die Person links hat keinen Corona-Schutzanzug an, sondern das ist ein Techniker oder eine Technikerin, die im Rheinraum bei der ESA das Modell des ExoMars fertig komplementiert. Man sieht hier wieder den aus Carbon gefertigten Selfie-Stick. Oben drüber ist dann die Kamera und unten sieht man die Solarpaneele. Und das ist eben der Bestandteil, wie wir hier uns eingebracht haben aus dem Standort Wien heraus. Rechts sieht man im Standort Schweiz der Firma RUAG das Bewegungsmodell des Rovers, weil das untere Chassis, das der praktisch fahren kann, dieser Rover, wurde eben in der Schweiz auch bei der Firma RUAG entwickelt. Damit aber der Roboter ins All kommt, benötigt er logischerweise eine Rakete. Und das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Bestandteil in unserer Technologie, die wir zur Verfügung stellen könnten. Und auch dort hat die Firma RUAG Space eben Anteile dabei. Man sieht hier im nächsten die Rakete am Weltraumbahnhof. Das ist ein sogenanntes Rendering, also eine Darstellung für die neue Rakete Ariane 6, wie sie in Zukunft dann größere Nutzlasten in den Weltraum bringen kann für die europäische Raumfahrtindustrie. Aber ich möchte es nicht nur bei dieser Rakete belassen, sondern ich habe auch einen Film mitgebracht. Man sieht hier im Hintergrund ein Standbild von der Zündung eines Triebwerkes einer Ariane-Rakete. Und ich möchte dazu nun mal was dazu sagen. Hier ist es kurz nach der Zündung der Rakete. Es wird sofort ein riesen Feuersturm ausbrechen. Die Versorgungsleitungen, wie man hier sieht, werden automatisch gekappt. Unterstützungstische klappen weg und dann zieht bei einem Nachtstart, den wir hier sehen, zieht dann die Rakete eben in den Himmel. Das ist eine Zeitlupenaufnahme. Hier weitere Versorgungseinheiten fallen ab von der Rakete, sodass sie dann frei in den Himmel steigen kann. Das ist eine Zeitlupenaufnahme, wie man sieht. Und sie nimmt dann eben von Null Geschwindigkeit sehr, sehr schnell, geht sie auf ca. 8 km pro Sekunde Geschwindigkeit, wo sie dann in ca. 1000 Meter Höhe zum Beispiel Nutzlasten aussetzt. Ja. Das ist ein Nachtstart gewesen und der ist natürlich immer imposant, weil dort natürlich der Feuerstrahl sehr gut zu sehen ist. Als nächstes Bild sieht man hier dann die Ariane 6, die neueste Rakete, die wird nächstes Jahr im Frühjahr den Östflug machen. Und bei dieser Rakete sind wir unter anderem mit unserem Hitzeschutzschild dabei. Der Hitzeschutzschild wird bei uns im schönen Berndorf, im Tristingtal, südlich von Wien, hergestellt. Man sieht hier rechts oben die Fertigungshalle, die wurde extra vom Franz Fübeck, den wir nachher hören, am Standort Berndorf gebaut für uns. Wir haben uns dort eingemietet und dort wird bei uns Hochtemperatur-Isolationsschutz hergestellt. Ich habe hier folgendes nochmal ein Bild dabei. Unten sieht man die Halle vom Inneren und rechts dieses Bild mit diesem lilafarbenen Aufbau. Das ist ein Bildschirm von unserer Einweihungsfeier und dort sieht man die Größe eines Hochtemperatur-Isolationsrings, der eben halt gebraucht wird, um die riesigen Temperaturen von der Rakete abzuhalten. Ich habe hier, dass man das besser sieht, einmal ein Demonstrationsmodell mitgebracht. Und zwar hier geht es um sogenannte flexible MLI an dieser Stelle. Warum flexibel? Üblicherweise wird sowas mit Keramik gebaut, ist schwer und inflexibel. Und wir haben es geschafft, diese Themen hier eben in Stoff auszuführen. Die ist eingepackt, weil es geht hier um Glasfasermatten, beziehungsweise geht es hier dann auch noch um Keramikmatten. Und wenn die geschnitten sind, hat man immer ein komisches Gefühl den ganzen Tag, darum müssen die eingepackt bleiben. Aber man sieht hier einfach, diese sind viel leichter als das herkömmliche Material. Sie sind biegsam, man sieht es hier. Und sie können natürlich auch schnell geändert werden, weil es geht darum, ein Stoffmuster zu ändern und neu zu vernähen. Man sieht es hier, ist ein Nähmuster praktisch drauf. Und im linken Bild sieht man das schweinchenrosane größere Modell, was ich hier dabei habe. Und das sind zwei Mitarbeiterinnen aus dem Hause RUAG, die eben hier zu ungefähr 20 sind die beschäftigt an unserem Standort. Und die sind ganzjährig mit beschäftigt, sogenannte
Multilayer Insulations oder vielschichtige Isolationen für den Weltraum herzustellen. Und diese sind hier, wie schon gesagt, kommen teilweise aus den Modeschulen in Hetzendorf, sie kommen aus Modeschulen um Wien herum. Und warum ist es ganz wichtig, hier auch solche Fähigkeiten zu haben? Erstens wahrscheinlich das Nano-How vorhanden und auch die Umstellung von einem 3D-Modell und von einer 2D-Zeichnung fällt Personen, die das eben richtig gelernt haben, viel leichter, als wenn man da zum Beispiel Techniker hinlassen würde, die eben nicht so gut dabei geübt sind. Damit möchte ich auch dazu noch eines sagen. Wir haben heute 20% Frauenanteil. Da bin ich schon stolz darauf für einen technischen Bereich. Aber die Schwierigkeit für mich ist, dass natürlich hier noch mehr zu tun ist. Ich würde mich freuen, wenn auch heute viele Zuhörerinnen dabei sind, junge Zuhörerinnen, die eben hergehen und dann uns in dieser Phase unterstützen und vielleicht ein technisches Studium machen und dann vielleicht in die exotische Raumfahrtindustrie einsteigen würden. Das war jetzt von meiner Seite soweit der Vortrag. Und ja, damit möchte ich mich nun verabschieden an der Stelle. Danke für die Zeit. Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für diesen interessanten Einblick. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich würde vielleicht gerne noch ein bisschen auf die Sachen eingehen, um damit es noch ein bisschen klarer wird und verständlicher wird. Ich habe das auch erst gestern von dir zum ersten Mal gesehen, ja. Dieses schöne Stück hier. Ja. Dass wir es vielleicht noch einmal ein bisschen griffiger machen. Ja? Also okay, das ist eine Isolierung. Isolierung, genau. Wie heißt das immer so schön bei dir, der Fachausdruck? Insulation, ja. Also wird alles auf Englisch natürlich. Vieles auf Englisch. Englisch ist ganz gut, wenn man es kann in der Raumfahrtsprache. Ja, hilft genau. Einfach nicht. Also wir brauchen, oder Multilayer Insulation, ja, sagst du immer. Vielschichtisolation oder Multilayer Insulation. Vielschichtisolation. Also das ist ja schon so ein super schwieriges Wort, das müsst ihr euch jetzt nicht merken, aber es ist auf jeden Fall kompliziert. So, und du hast das einmal verglichen, ja, also okay. Das Ding, ja, ist hier, wie dick ist denn das? Ha? Also ich würde sagen so 5 cm? Ja, genau. 5 cm dick, ja. Und auf der einen Seite, ja, kriegt die Rakete eine Temperatur von 1500 Grad. Also Celsius. 1500 Grad. Ja. Wie heiß ist kochendes Wasser? Ja, wissen wir alle. 100 Grad. Ne? Kochendes Wasser, 100 Grad. Und bei 100 Grad, ja, können wir die Hand nicht mehr reinstecken. Ja? Also das ist schon sehr, sehr gefährlich. Also 100 Grad kochendes Wasser, wissen wir circa, haben wir so ein Gefühl. Das hat aber 15 Mal eine höhere Temperatur, der Teil an der Rakete. Ja. Und außen rundherum ja, dürfen diese 1500 Grad nicht hin. Ne? Ja, genau. Alles heißt, und das Teil schützt dann, du hast es mir kurz erklärt, schützt bei der zweiten Stufe, ja, müssen wir vielleicht erklären, Raketen haben also unterschiedliche Stufen, die unterste Stufe, das was wir gesehen haben, war die, glaube ich, die sogenannte Primärstufe. Ja. Und dann wird ein Teil abgetrennt von der Rakete und dann zündet die Rakete aber nochmal. Ja. Und das nennt man dann die zweite Stufe. Ja. Und ich glaube, das ist an der zweiten Stufe genau. Dran. Genau. Und hat das, natürlich auch einen englischen Ausdruck, aber brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht, nein. Die zweite Stufe. Okay. Und das schützt ja, die restliche Rakete vor der Hitze des Triebwerks. Ja, von 1500 Grad. Und bei 1500 Grad schmilzt eben Eisen. Ja, Eisen, ja, also alles mit Eisen, ja, ja, das schmilzt. Ja, keine Sorge, bei euch nicht, aber in der Rakete könnt schmelzen. Ja, ne? Genau. Und deshalb ist es eben halt so, da müssen natürlich auch Keramikmaterialien drin, weil Keramik ist ja bekannt, dass sie sehr hitzebeständig ist, aber nicht in Kachelform, sondern in Stoffform. Kacheln kann man nicht so biegen. Ne? Nein, kann man nicht biegen. Die Kacheln zu Hause im Badezimmer sind auch angebracht, biegen, so wie sie sind. Die kann man nicht nachträglich biegen. Ja. Genau. Das ist halt schwer und das ist sehr leicht. Aber die Rakete ist ja auch rund, ne? Da gibt es auch runde Teile. Ne? Ja. Und deswegen ist das praktischer, weil sonst müsste man so viele kleine Kacheln machen. Ne? Genau. Am Shuttle waren ja diese Kacheln drauf. Ne? Genau, die schwarzen Kacheln, die das Hitzeschild dargestellt haben. Genau. Und wir haben natürlich hier an der zweiten Stufe haben wir eben diesen großen Ring. Und an der unteren Stufe schützen wir ganz spezielle Ableitungen. Die werden auch von der gleichen Isolation geschützt und die müssen halt auch die 1500 Grad aushalten. Aber natürlich nur für 7 Minuten, weil wir wissen ja alle, dass so eine Rakete 7 Minuten fliegt und da muss eben halt dann natürlich das Thema also sieben Minuten halten. 7 Minuten würde ich sagen, ist schon ganz schön lang. Ja, also nach 7 Minuten, das ist schon beeindruckend. Ja, super. Und das ist ein Teil, aber eigentlich kommt das aus eurer Erfahrung, dass ihr Satelliten
ich sage, anzieht, ne? Oder einpackt. Genau. Ne? Also die, ich sage dann immer. Ihr seid Weltmarktführer. Ja. Für absolut. Kann man das vielleicht noch kurz erklären? Denn Satelliten, genau. Meine Lieben, ja, müssen im Weltraum, ja, da kann es schon sehr kalt, aber auch sehr heiß werden. Und dass man da richtig angezogen ist, das ist nicht so einfach. Und Andreas ist Spezialist fürs Anziehen im Weltraum und vielleicht kannst du mal kurz erzählen. Genau. Die Satelliten haben auch teilweise so unterschiedliche Farben. Ich kenne welche in Schwarz, ich kenne welche so in Gold. Ja. Und welche in Silber. Und in welche in Silber? Ja, genau. Also hier hinten haben wir übrigens ein schönes Bild, das man gerade sieht. So das ist der Raum, wo in Berndorf wieder unsere Vielschichtisolation oder Multilayer Insulation für Satelliten gebaut hat. Da kommen wir auch her. Das Geschäft hat man vor circa 30 Jahren begonnen aufzubauen. Und dort geht es eben darum, ich sage mal, Folien dünner als ein Haar, zwischen 10 und 20 Packungen aufzulegen. Und im Vakuum hat die dann eine Isolationseffekt, obwohl sie bis einen Zentimeter dick ist, wie ein Meter Ziegelmauer auf der Erde. Also das machen wir noch einmal. Ein Zentimeter, ja, also wenn ihr zu Hause, ja, wenn es draußen richtig kalt ist, ja, und ihr baut eine Ziegelmauer von einem Meter, das ist schon richtig gut. Ja. Eure Häuser haben, glaube ich, keine Ziegelmauern, die einen Meter haben, außer ihr wohnt in einem alten Schloss. Ja. Aber sonst ja, seid ihr vielleicht so 20 Zentimeter oder was? Ja, ich bin jetzt kein Bauexperte, aber die normalen Mauern haben keinen einen Meter Ziegel. Ja. Ja. So, das heißt, ja, und bei euch ist nur mehr ein Zentimeter, das wäre so, wie wenn ihr eine Wand baut, ja, die nur ein Zentimeter dünn ist. Ja. Ja. Ein Zentimeter dünne Wand würde ich jetzt nicht vertrauen zu Hause, ja, schon wegen der Stabilität. Ja. Aber es funktioniert natürlich nur im Weltraum, wegen Vakuum. Es braucht das Vakuum. Und was wir da eben gemacht haben seit 30 Jahren, wir haben ungefähr die 130 Satelliten, die Europäische Raumfahrtbehörde gestartet hat, sind fast alle mit der Isolation. 130? Satelliten sind fast 130. Alle ausgestattet. Und die Reisen gehen natürlich in niederen Erdumlaufbahnen mit der Erdbeobachtung. Aber wir haben gerade auch letztes Jahr eben einen Start gesehen vom Solar Orbiter. Also ein Satellit, der an der Sonne in die Nähe fliegt, und dort wurde auch die Isolation der Ruag Space verbaut. Und jetzt kommen wir zu den Farben. Es gibt eben, je nachdem, was spezifiziert wird für die Rakete, gibt es eben Silberfolien, Goldfolien oder die schwarzen. Das ist dann meistens ein sehr spezielles Material. Und mit diesen Materialien werden eben in dieser Vielschichtaufbauten hergenommen, dass dann die Rakete, beziehungsweise hier der Satellit, typische Temperaturen von plus minus 150 Grad aushält im erdnahen Umfeld. Aber wenn es Richtung Merkur oder Sonne geht. Die Sonne ist ja sehr heiß an der Oberfläche. Genau. Hat um die 6000 Grad, nicht ganz. Genau. In 50 Millionen Kilometer Entfernung, wo der Solar Orbiter kreisen wird, hat es immer noch ungefähr 500 Grad. Das war ganz spannend. Am Anfang vom Projekt hat es praktisch geheißen, ja, wir brauchen also Isolation für ungefähr 400 Grad. Und das war mit unserem Standardportfolio machbar. Haben wir also gesagt, okay, 400 Grad können wir euch bieten. Und das dauert so und so lang. Und dann kam so ein halbes, dreiviertel Jahr später, kam jemand und sagt, wir haben uns verrechnet, wir brauchen jetzt doch 500 Grad. Und dann waren plötzlich keine Materialien mehr zur Verfügung. Und dann haben wir gesagt, okay, lieber Kunde, können wir machen, aber wir müssen mal ungefähr ein halbes Jahr bis Jahr schauen, was wir eigentlich machen können, um überhaupt 500 Grad in einem Satelliten, der länger die Sonne umkreist, sicherzustellen. Hat dann wieder zu einem zweijährigen Terminverzug geführt bei einem Projekt. Es hat geklappt. Der fliegt auch dahin. Fliegt. Wir sind total confident oder wir sind überzeugt, dass es funktioniert. Die Raumsonde fühlt sich auch noch wohl. Fühlt sich wohl. Ja, hat zum letzten Mal ist dann die Venus, glaube ich, sogar schon passiert und ist eben halt auf dem Weg dahin. Und ja, und dann schauen wir mal, was uns dort gelingt, wenn die dann einschwenkt. Und an unserem Hitzeschutz soll es nicht liegen. Und er hält eben 500 Grad aus und hat uns aber auch wieder geholfen, weiterzukommen. Das Tolle ist ja immer, es kommt eine neue Herausforderung. Und da rennt man dann nicht davon weg in der Technik, sondern man sagt es, okay, das wird jetzt richtig schwierig, Leute. Ich brauche ein bisschen Zeit, ich brauche ein bisschen Geld, aber ich werde es für euch machen. Und so hat sich die Firma eben in 30 Jahren dann auch beim Hitzeschutz zu Hochtemperaturisolation entwickelt, beziehungsweise natürlich auch die Grenzen auf den Satellitentechnologien, was Hitzeschutz angeht, nach vorne geschoben. Und heute sind wir da auch ganz oben in der Welt, in der Liga dabei und bieten natürlich auch vom Handwerklichen bis zur Auslegung, Berechnung, Design auch tolle Jobs.
Das ist interessant für unsere jungen Schüler. Das ist wirklich interessant. Braucht noch ein bisschen Zeit, ja, aber trotzdem. Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Präsentation, für die tollen Bilder, die du mitgebracht hast. Gratulation. Wie gesagt, danke, dass du dabei bist. Und wir freuen uns, hoffen auf nächstes Jahr einmal wieder live. Gut. Dankeschön für die Einladung nochmal und es hat wirklich Spaß gemacht, wie immer, und ich freue mich immer, wenn ich da dazu beitragen kann. Darf ich dir deinen Hochisolationsschutz wieder mitgeben? Genau. Ja, das liefere ich wieder ab. Kannst du dich schützen gegen 1500 Grad? Genau. Natürlich. Okay. Ja, vielen herzlichen Dank. Ciao. Ja, meine Lieben, liebe Klassen, liebe Teams, liebe Lehrkräfte, liebe Kinder, ich glaube, das war jetzt ganz, ganz spannend zu sehen und zu hören. Es waren auch ein paar Tipps dabei, die uns Andreas gegeben hat. Ja, man darf nicht immer gleich aufgeben und es können unerwartete Dinge passieren. Gerade im Weltraum können diese unerwarteten Dinge ganz rasch mal kommen und da muss man halt einfach drüber nachdenken, wie man dann die Probleme lösen kann. Als nächstes werden wir uns jetzt keiner unerwarteten Sache widmen, aber wir werden ein paar, glaube ich, super spannende und interessante Dinge hören. Und ich freue mich jetzt ganz besonders. Ich sehe schon im Video hier unseren heutigen Stargast bei uns zu begrüßen, unseren österreichischen Astronauten, Kosmonauten Franz Fühböck. Herzlich willkommen, lieber Franz. Kannst du mich hören? Ja, ich höre gut. Herzlich willkommen von meiner Seite auch und freue mich, dass ich dabei sein kann. Lieber Franz, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst und du bist seit vielen Jahren unser österreichischer Mission X-Botschafter und wenn Corona es erlaubt, dann auch immer hier in Linz auch dabei. Aber wir freuen uns heute, lieber Franz, dass wir trotzdem hier eine Dreiviertelstunde heute live mit den Kindern sprechen können. Und es sind auch alle Klassen schon da, also sie haben sich schon gemeldet und da freuen wir uns schon sehr drauf. Lieber Franz, du warst als einziger Österreicher im Weltraum, das ist eine der vielen Dinge, die dich auszeichnen. Du warst auf der internationalen Raumstation nicht, aber du warst auf der Mir-Station, der russischen Raumstation, die es ja heute nicht mehr in dem Sinne gibt, die ist schon abgestürzt. Und du hast 1991 deinen Flug gehabt und da habe ich jetzt mal ganz kurz überschlagen. Ja, das sind 30 Jahre, das heißt, das ist ein Jubiläum, das im Herbst ansteht. Aber du erinnerst dich ja jedes Jahr sozusagen mehrfach daran, zumindest hier bei uns bei Mission X, soweit ich es mitbekomme. Und wir haben, wie gesagt, spannende Dinge gesammelt. Du warst auf der Mir-Station hier mit deinen Kollegen von damals. Heute umkreist die Erde die ISS. Ich weiß nicht, ob du das Bild jetzt hier siehst. Ja, die internationale Raumstation. Und was unterscheidet denn vielleicht einmal kurz zum einleitenden Beginn, bevor wir zu den Fragen kommen, die Mir von dieser internationalen Raumstation? Was würdest du sagen, abgesehen davon, dass die halt jetzt etwas neuer ist? Na, vielleicht kann die Technik noch einmal das Bild von der ISS zeigen. Ja, das kann unsere Technik, glaube ich, schon. Genau. Super. Und wenn ihr da schaut, da seht ihr auf der linken Seite ein Soyuz-Raumschiff mit dem kleinen Sonnensegel. Und das ist angedockt an die internationale Raumstation. Und man sieht da sozusagen von der Mitte nach links weggehend einen Teil der Raumstation. Und das ist in etwa die Größe, die Mir gehabt hat. Das heißt, die Mir war viel kleiner als die heutige internationale Raumstation. Und sonst aber von den Aufgaben her war es wahrscheinlich ähnlich. Von den Aufgaben her im Prinzip ähnlich. Die Mir war halt eine sowjetische Raumstation mit relativ wenig internationaler Beteiligung. Österreich war dabei, die Franzosen waren dabei, Japaner und Engländer, Deutsche. Die internationale Raumstation ist halt ein großes internationales Projekt, wo die Amerikaner dabei sind, Kanadier, Europäer, Japaner. Also das ist eine ganz andere Dimension und entsprechend ist auch viel mehr wissenschaftliche Arbeit da oben, die stattfindet, weil viel mehr
Experten aus aller Welt hier mitmachen. Ja, also dann, das klingt alles super spannend und ich würde jetzt einmal vorschlagen, wenn du bereit bist, dass wir dann mit unseren Fragen an unsere jungen Astronautinnen und Astronauten, sage ich mal unter Anführungszeichen, beginnen. Und wir haben insgesamt 11 Fragen gesammelt und ich würde jetzt mal gleich beginnen mit unserer ersten Klasse, die ich rufe. Das ist die Volksschule aus Götzis in Vorarlberg. Ja, siehst du sie schon? Super, sehr gut. Also, winkt mal in die Kamera zum Franz. Super, super. Und wir haben auch eine Frage und die Frage kommt von Jana. Jana, bist du da? Ja. Super, ich sehe schon ein ganz tolles T-Shirt mit Space Stars of Plateau. Ganz großartig. Super. Liebe Jana, es ist jetzt dein Auftritt. Du darfst deine Frage an unseren österreichischen Astronauten, an den Franz, stellen. Was war das außergewöhnlich spannendste und einzigartigste im Weltraum, wo Sie in der Zeit waren? Hast du es verstanden, Franz? Ja. Ja, habe ich gut verstanden. War eine sehr gute Frage, gut verstanden. Es hat bei mir nicht das Speziellste oder Außergewöhnlichste gegeben, sondern es hat eigentlich für mich drei Sachen gegeben. Das eine ist einmal der ganze Flug von der Technik her und vom Fliegen her, also vom Starten, mit den Zünden der Raketentriebwerke, die Belastung, die dann auf einen wirkt, das Fliegen im Weltall, das Andocken an die Raumstation, dann das Abtrennen, das Eintauchen in die Atmosphäre und schlussendlich die Landung. Das ist einmal ganz außergewöhnlich und eine tolle Erfahrung. Das Zweite ist, wenn man dann im Weltall ist, das Schweben. Man schwebt ja, weil die Schwerkraft nicht mehr wirkt, weil sie aufgehoben wird durch die Zentrifugalkraft. Wenn man ja die Erde umkreist und da wird man eigentlich von der Erde weggedrückt und diese Kraft ist genau gleich groß wie die Schwerkraft und somit schwebt man. Und das ist auch ein ganz außergewöhnlich tolles Gefühl. Und das Dritte ist der Ausblick, den man von da oben hat, wenn man auf die Erde schaut oder wenn man auch ins Weltall hinausschaut. Das sind auch ganz faszinierende und tiefgreifende Eindrücke, die man da mitnimmt. Ja, vielen Dank, Franz, für deine Antwort. Vielen Dank, Jana, für deine erste tolle Frage. Und ja, wir dürfen gleich zur nächsten Klasse gehen. Die nächste Klasse ist die Volksschule oder eine Klasse aus der Volksschule Franz Jonas in St. Pölten. Und ich glaube, ich sehe die Klasse schon. Ja. Seid ihr da? Ja, wir sind da. Ja. Super. Franz, hörst du die Klasse? Ja. Ich höre die Klasse gut und ich sehe sie auch ganz gut. Sehr gut. Dann, ja, wir haben eine Frage von Nina. Nina, kommst du nach vor? Ja, schön nah ans Mikrofon ran, damit wir dich gut, dass dich der Franz gut hören kann. So, liebe Nina, wir freuen uns. Du kannst schon deine Frage an Franz Fieböck stellen. Wie fühlt man sich, wenn der Körper an... Also wie fühlt man sich, wenn der Körper, wie fühlt man sich, wenn der Körper wieder auf der Erde ist? Naja, super. Tolle Frage. Dann vielleicht erkläre ich hier noch zuerst, wie man sich fühlt, wenn man in die Schwerelosigkeit kommt. Das ist schwer zum Erklären, weil man so ein Gefühl auf der Erde nicht nachstellen kann. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn wir hier sitzen, ihr sitzt da in der Klasse oder wenn man steht, wird man immer auf den Boden gedrückt von der Schwerkraft. Wenn die nicht wirken würde, würde man da herumschweben. Und durch diese Kraft wird auch im Inneren des Körpers unser Blut und unsere Körperflüssigkeit hinuntergedrückt in die Beine. Und wenn jetzt diese Kraft plötzlich nicht mehr da ist, dann kommt das ganze Blut und die Körperflüssigkeit ein Stück hinauf in den Kopf. Und dann bekommen die Astronautinnen und Kosmonauten so einen runden, aufgeblasenen Kopf. Da hat man dann Kopfweh am Anfang und der Körper reagiert da sehr schnell, indem er sehr viel Flüssigkeit ausscheidet.
Wenn man jetzt wieder zurückkommt, ja, und ein Effekt ist noch, wenn man dann in der Schwerelosigkeit ist und schwebt, weiß man nicht, wo oben und unten ist, weil diese Kraft, diese Schwerkraft nicht mehr wirkt. Jetzt schwebt man, kann verkehrt schweben, links oder rechts, das ist alles gleich. Da ist man ein bisschen im Kopf, speziell das Gleichgewichtsorgan, gestört und das kann manchmal Übelkeit hervorrufen. Wenn man jetzt wieder zurückkommt zur Erde, wirkt diese Kraft plötzlich wieder und das verursacht wiederum eine Störung des Gleichgewichtsorgans. Dann ist man sehr müde am Anfang, weil die Muskeln schwach werden in der Schwerelosigkeit. Man hat Schwierigkeiten zu gehen und muss sich da ganz konzentrieren, dass man gerade geht und nicht irgendwie umkippt. Ja, also das ist natürlich super spannend, wenn sich die Dinge so ändern zwischen Weltraum und Erde. Vielen Dank, lieber Franz, vielen Dank, liebe Nina, für deine tolle Frage. Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich zur nächsten Klasse. Das ist jetzt unsere dritte Frage und die dritte Frage kommt aus der Volksschule Wimpassing im Burgenland. Und hier hätten wir Lilia, bist du da? Ja. Super. Liebe Lilia, du hast auch deine Frage überlegt und da darf ich dich bitten, jetzt vielleicht gleich an den Franz die Frage zu stellen. Was hat Ihnen am besten in der Raumstation mir gefallen und was hat Sie am meisten überrascht? Wow, das sind alles ganz tolle Fragen, muss ich sagen. Gratuliere ich. Was hat mir am besten gefallen? Ja, mir haben viele Dinge am besten gefallen. Wie ich schon erzählt habe, das Schweben ist toll. Das ist ein ganz cooles Gefühl. Dann der Ausblick speziell auf die Erde. Da sieht man die Erde aus verschiedenen Blickwinkeln, bei verschiedenen Beleuchtungen durch die Sonne. Das sind ganz faszinierende Bilder, die man da sieht. Und für mich war noch ein sehr toller Moment, als ich in der Raumstation war, habe ich das erste Mal ein Video von der Bodenstation zugespielt bekommen, dass die Geburt oder dass meine Tochter gezeigt hat, weil meine Tochter ist unmittelbar nach meinem Raketenstart auf die Welt gekommen. Und dort oben in der Station habe ich dann das erste Mal meine Tochter über Video gesehen und auch gehört. Also das war auch für mich ein ganz ein toller Moment. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist sicher was Außergewöhnliches. Ich glaube, du wirst mit Sicherheit der einzige Österreicher sein, der nicht auf diesem Planeten Erde war bei der Geburt seiner Kinder oder bei der Geburt deiner Tochter. Ja, das ist natürlich super spannend. Und lieber Franz, bist du auch über, was mir gerade so eingefallen ist, hast du auch einen Überflug über Österreich gehabt? Hast du auch Österreich mal von oben gesehen, die Alpen, Wien? Ja, also Österreich haben wir mehrere Male überflogen. Wir haben auch sogar ein Experiment durchgeführt, wo wir während eines Überfluges Österreich mit Spezialkameras fotografiert haben. Zur gleichen Zeit sind in Österreich, ich weiß nicht mehr wie viel, 2-3 Flugzeuge geflogen in einer Höhe von, glaube ich, 7 oder 10 Kilometer und haben auch also Österreich fotografiert. Und man kann hier dann Rückschlüsse ziehen über die Luftverschmutzung, über den Zustand des Bodens, des Waldes und so weiter. Also das wurde dazu genutzt und natürlich bei jedem Überflug habe ich speziell halt geschaut, was kann ich erkennen. Und das war schon sehr, sehr interessant, weil man die Dinge sehr gut und sehr klar erkennen kann. Die Alpen, dann die Donau natürlich, Flughäfen und ganz interessant war für mich, das Wiener Stadion habe ich sehr klar erkennen können. Große Gebäude. Ja. Speziell das Wiener Stadion deswegen, weil das Dach das Sonnenlicht gut reflektiert hat. Mhm. Dadurch ist es stark herausgekommen. Sehr, sehr interessant. Ja, also das ist natürlich wichtig, die Beobachtung der Erde vom Weltraum aus. Und das kann man natürlich auch von den Raumstationen fantastisch machen.
Gut, lieber Franz, wir kommen zur nächsten Frage und die ist, kommt von der Volksschule 43 aus Linz, hier in Oberösterreich, wo wir derzeit sind, im Ars Electronica Center. Und diese Frage kommt von Adam. Adam, deine Frage bitte an unseren Astronauten, an Franz Fieberg. Ich möchte gerne der zweite österreichische Astronaut im Weltraum werden. Welche Tipps haben Sie für mich, damit ich dieses Ziel erreiche? Du hast einmal schon das Wichtigste, dass du ein Ziel hast und einen Traum, dass du das erreichen willst. Es ist einmal für jeden Menschen sehr wichtig, dass man sich Ziele setzt in seinem Leben. Das Nächste, was ich dir empfehlen kann, ist, dass du in der Schule immer aufpasst und gut lernst. Und zwar alles von Mathematik über Biologie, alle Gegenstände, alles hilft hier. Und jetzt sollen deine Lehrer nicht hinhören. Ein bisschen schlimm sein ist durchaus okay und ist auch ganz gut. Dann ist es wichtig, dass du gesund bist und fit bist. Und gesund und fit, dazu musst du dich gut ernähren, gesund ernähren und halbwegs schauen, dass du ein wenig Sport machst. Was nicht gut ist, ist Extremsport. Also du musst jetzt nicht ein super Gewichtheber werden, wo du Olympiasieger im Gewicht erheben wirst, oder ein super Marathonläufer, wo du Olympiasieger im Marathon wirst. Das ist nicht sinnvoll, sondern du sollst rundum viele Sportarten machen, damit du gesund und fit bist. Und wie gesagt, in der Schule immer gut mitlernen und dann, wenn du dann die Schule absolviert hast, ein Studium wählen, das hilfreich ist für die Raumfahrt, und das sind meistens technische, naturwissenschaftliche Studien, also irgendwie zum Beispiel Medizin oder Biologie oder ein technisches Studium. Und dann musst du warten, bis die Gelegenheit kommt, wo du dich bewerben kannst. Und dann musst du dich bewerben und dann hoffen, dass du auch bei der Auswahl durchkommst. Aber das Wichtigste hast du gleich ganz am Anfang gesagt, du willst das werden. Und das ist, glaube ich, für jeden Menschen wichtig, dass man ein klares Ziel hat, dass man Träume hat, dass man was erreichen will. Weil nur wenn du das hast, bist du auch in der Lage, solche Dinge im Endeffekt zu erreichen. Super. Vielen lieben Dank. Ich glaube, das war für ihn eine große Motivation, hier an seinem Ziel und seinem Traum weiter dran zu bleiben. Lieber Franz, wir kommen langsam an die Halbzeit unserer Fragen. Und die nächste Frage, das ist unsere fünfte Frage, die kommt von der Volksschule aus Bergheim in Salzburg. Wie du weißt, da ist unser Mission X in ganz Österreich vertreten. Also wie gesagt, wir machen jetzt so ein bisschen eine Tour durch Trischt, eine kleine Tour durch Österreich, jetzt zu den jeweiligen Volksschulen. Jetzt sind wir in Salzburg gelandet und dort ist Annika. Annika, kannst du uns hören? Ja. Ja, geh ein bisschen näher ran, damit der Franz dich gut hört. Hallo Annika. Ja, es ist wichtig, dass wir dich gut hören können am Mikrofon. Gut, super. Annika, du kannst schon deine Frage stellen. Wer bestimmt, welcher Astronaut auf die Raumstation war? Annika, das war, glaube ich, ein bisschen leise. Du musst noch ein bisschen näher reingehen. Du musst ein bisschen näher zum Mikrofon gehen. Du musst ein bisschen näher zum Mikrofon gehen. Ja, näher zum Mikrofon ran. Ja, super, genau. So sieht man dich auch besser. Ja, da sieht man dich auch besser. Wer bestimmt, welcher Astronaut auf die Raumstation darf? Wie ist das Auswahlverfahren? Ja, das ist auch eine gute Frage. Zunächst einmal muss man ausgewählt werden, dass man Astronaut oder Astronautin wird. Und da gibt es zum Beispiel bei der NASA ein Auswahlverfahren, das findet alle, ich sage jetzt einmal, 5, 6, 7 Jahre statt. Da werden neue Astronautinnen und Astronauten ausgewählt. Die machen dann ein Training. Das Gleiche gibt es in Japan, das Gleiche gibt es in Russland, in Kanada und auch in Europa. Ich glaube, zurzeit läuft gerade ein Auswahlverfahren in Europa, wo neue europäische Astronautinnen und Astronauten ausgewählt werden.
Dieser Prozess, der dauert eine Zeit und dann beginnt dieses neue Team an Astronautinnen und Astronauten ein Training, das mehrere Jahre dauert. Und danach, wenn die sozusagen eine Grundausbildung gemacht haben, dann werden die von der jeweiligen Raumagentur, also der Europäischen Raumfahrtagentur oder der NASA, ausgewählt für spezielle Raumfahrtmissionen, für Flüge zur Raumstation Mir. Und das hängt dann von vielen Faktoren ab, wo jemand besser geeignet ist. Ein Biologe wird in einer Mission teilnehmen, wo biologische Experimente gemacht werden. Ein Physiker dort, wo physikalische Experimente gemacht werden. Und dann wird einer oder eine, je nachdem, für einen Flug eingeteilt. Und das erfahren die immer 3, 4, 5 Jahre im Voraus. Und dann beginnt ein sehr spezielles, spezifisches Training für diese Mission. Also wenn ich das verstehe, ist das ein ganz langer Prozess und da muss man richtig... Das ist ein langer Prozess und ist auch ein anstrengender Prozess, weil man sehr viel lernen muss, sehr viel studieren muss und sehr viele verschiedene Dinge lernen und verstehen muss. Ja, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist selbst wenn man ausgewählt ist als Astronaut, ja, in diesem Astronautenchor zu sein, ja noch nicht klar, wann man eingesetzt wird und welche konkreten Aufgaben man dann im Detail haben wird. Genau so ist es. Man hat einmal eine Grundausbildung und dann, je nach Mission, wird es dann sehr speziell und wird man speziell für diese Mission ausgebildet. Ja, also ich habe gehört, die ESA hat noch ein bisschen erweitert die Auswahl, also bis Mitte Juni geht sie noch. Es ist für euch noch ein bisschen zu früh, aber ja, ich erinnere mich, die letzte Auswahl war, glaube ich, Ende der 2000er Jahre, sowas 2008 herum oder so. Jetzt ist wieder eine, so nach etwa 10, 12 Jahren. Das heißt, ja, es kommt ganz sicher die nächste Auswahl der Astronautinnen und Astronauten, ja, die dann vielleicht zum Mond oder zum Mars fliegen. Wer weiß. Also das sind alle Möglichkeiten für euch noch offen. Ja, vielen Dank, liebe Annika, für deine Frage. Und wir kommen schon zu unserer sechsten Frage. Und die sechste Frage ist von der Volksschule der Köhlergasse in Wien. Und die wird jetzt von Nele gestellt. Ich freue mich, dass auch eine Klasse aus Wien dabei ist. Denn dieses Jahr haben wir vorwiegend die Bundesländer. Aber ihr rettet die Ehre. Auch Wien ist vertreten. Und da, liebe Nele, kannst du mich hören? Ja. Ja. Kannst du kurz was sagen, weil ich höre dich jetzt relativ leise. Sag mal, hallo, lieber Franz Fieböck. Hallo, lieber Franz Fieböck. Ja. Na, hallo. Franz, hallo, kannst du hören. Andi. Super. Ja. Liebe Nele, du kannst schon mit Franz sprechen. Was passiert, wenn man im Weltall krank wird? Ja, also im Weltall kann man natürlich auch krank werden. Was passiert? Im Prinzip muss man versuchen, sich, solange es geht, selber zu helfen oder mit der Crew schauen, dass man sich hilft und auskuriert. Wenn man Glück hat, ist manchmal ein Arzt dabei, der einem helfen kann, dass der Astronautenkollege oder die Kollegin Arzt oder Ärztin sind. Die können helfen. Allgemein ist es schon so, dass auch die Astronautinnen und Astronauten während des Trainings eine gewisse Ahnung bekommen über den Körper und die Medizin, dass man schon lernt, sich auch sehr viel selber zu helfen. Wenn man allerdings eine ernste Krankheit bekommt, wenn man sich irgendwo ernst verletzt oder was es auch immer sein mag, dass man oben in der Raumstation nicht mehr helfen kann, dann muss die Mission abgebrochen werden und dann muss man sozusagen den Flug abbrechen und man muss zurück zur Erde. Das ist auch schon einmal passiert. Da wurde eine Mission abgebrochen, weil einer der Astronauten eine schwere Entzündung gehabt hat. Und das konnte man oben in der Raumstation nicht mehr auskurieren. Und der ist dann so schnell als möglich es ging, zurück zur Erde gekommen. Also im Prinzip versucht man natürlich, solange es geht, in der Station zu bleiben und die Mission nicht abzubrechen, weil das natürlich sehr teuer ist.
Und man kann sich schon sehr viel helfen, wenn man Zahnprobleme hat, Zähne ziehen und so, das kann man alles in der Raumstation auch machen. Aber größere Operationen, das kann man nicht machen, da muss man zurück zur Erde. Also Zahnziehen auf der Raumstation? Ja, das geht schon. Das geht schon. Gut, also ja. Ich meine, wenn wir eine Spritze dabei haben, dann glaube ich, dann fällt der Zahn nicht raus, dann schwebt er weg. Ja. Na gut, also das würde ich sagen, da mache ich noch mit. Vielen Dank, liebe Nele, das war, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Frage, die noch spannender wird, wenn es mal die nächste Raumstation geben wird, den International Gateway, ja, und noch weiter draußen, weil dann kommt man ja nicht mehr so schnell zurück. Von der Raumstation zurück, ja, wie lange dauert es denn da, so wenn es jetzt wirklich so ein Emergency ist? Wie lange muss man denn damit rechnen, dass man dann erst wieder auf der Erde, sage ich mal, sicher ankommt? Naja, das hängt jetzt davon ab. Es kann natürlich sein, wenn es wirklich ganz schnell gehen muss, ist man innerhalb von einer... Was machst du, Bär? Von einer halben Stunde auf der Erde. Das Problem ist dann nur, dann ist man irgendwo auf der Erde und landet möglicherweise mitten im Ozean, was man auch nicht unbedingt will. Das heißt, es hängt dann schon davon ab, wo man sich gerade befindet und wo man hin will. Wenn man eine kontrollierte Landung in einem bestimmten Zielgebiet haben will, dann dauert es schon manchmal bis zu einem Tag, bis man eben den richtigen Zeitpunkt erreicht hat. Aber wenn irgendein Notfall ist und man muss sofort zur Erde zurück, aus welchem Grund auch immer, kann man sofort in das Raumschiff, kann die Luke dicht machen, kann sich abtrennen und landen und dann ist man in einer 20 Minuten bis halben Stunde zurück auf der Erde. Aber dann halt nicht dort, wo man unbedingt will, sondern irgendwo. Das kann auch manchmal nicht sehr angenehm sein. Genau, das würde mich jetzt ein bisschen irritieren, ne? Wenn ich dann wirklich nicht wüsste, wo ich lande, weil ich meine, dann komme ich vielleicht wirklich vom Regen in die Traufe, wenn ich da irgendwo bin. Irgendwo muss ich ja dann auch abgeholt werden. Ne? Also ich meine so. Genau, so ist es. Wobei es schon so ist, es gibt auf der Welt klar definierte Notlandegebiete. Die sind rund um die Erde verstreut. Auch in Österreich gibt es ein Notlandegebiet irgendwo im Burgenland. Und man weiß genau, zu welchem Zeitpunkt man sich abtrennen muss und in die Atmosphäre eintreten muss, damit man eines dieser vordefinierten Notlandegebiete anpeilt oder dort landet. Das ist schon so gegeben und so gesehen, diese Zeit kann man sicher abwarten. Und das ist auch vereinbart mit den Nationen, die wissen, dass das ein Notlandegebiet ist und dann sind die gewisserweise dann auch vorbereitet, wenn etwas sein sollte. Das klingt schon etwas vertrauenserweckender und ja, sind wir froh, dass es nicht so oft noch passiert ist. Ja, wir kommen schon zu unserer nächsten Frage und die nächste Frage geht wieder nach Oberösterreich. Ja, und zwar an die Volksschule Langholzfeld. Da ist Irina da. Irina, kannst du uns hören? Ja, kannst du uns hören? Ja, ich kann dich hören. Ja, sehr gut. Muss schön laut sprechen, ja, und nah ans Mikrofon, damit der Franz deine Frage auch gut hören kann. Gut, liebe Irina, du kannst deine Frage schon an den Franz stellen. Geht schon los. Gab es damals Unfälle auf der Mir? Damals bei uns gab es Gott sei Dank keine Unfälle auf der Mir. Da ist alles gut verlaufen. Wir haben da keine Unfälle gehabt, wiewohl es schon in der Station oben Unfälle gegeben hat, aber Gott sei Dank nicht zu meiner Zeit. Nach mir hat es Unfälle gegeben, da ist einmal ein Brand ausgebrochen, einmal ist ein unbemanntes Raumschiff kurz vorm Andocken außer Kontrolle geraten und ist dann gegen die Station geflogen und hat die Station beschädigt. Also es passieren schon ab und zu Unfälle, aber Gott sei Dank während meines Fluges ist alles glatt und sauber verlaufen. Aber das ist auch etwas, das will man nicht unbedingt miterleben. Da oben Unfälle ist eine sehr heikle Sache.
wenn dort Feuer ausbricht oder wenn so wie es passiert ist, das Raumschiff gegen die Raumstation langsam antitscht. Das sind schon sehr, sehr kritische Momente. Ihr müsst ja bedenken, dass außerhalb der Raumstation ist Vakuum, im Weltall ist Vakuum und das ist lebensfeindlich. Da kann man dann, da überlebt man nicht. Und wenn jetzt die Station kaputt wird oder ein Loch entsteht, ein großes, dann entweicht die Luft zum Atmen und die Atmosphäre und dann stirbt man. Und deswegen ist man da sehr, sehr vorsichtig. Ja, vielen Dank, lieber Franz. Das war mal sehr, sehr, sehr auskunftsreich. Vielleicht noch kurz ein kleiner Nachsatz. Die Astronauten werden da schon auch trainiert darauf, zu reagieren auf schwierige Situationen. Weil, wie wird das gemacht? Ja, das ist natürlich so. Das kann immer wieder was passieren und man wird hier während des Trainings als Astronaut auf die verschiedensten Notsituationen vorbereitet, damit man, wenn dann etwas passieren sollte, gut vorbereitet ist. Das heißt, man ist dann nicht mehr in Panik, sondern man weiß, wie man reagiert. Da gibt es klar vorgegebene Arbeitsschritte, die man dann machen muss. Und das hilft dann auch, damit, dass man mit solchen Situationen fertig wird. Wenn man nämlich überrascht wird von Notsituationen und weiß dann nicht, was man tun soll, dann vergeht viel Zeit, bis man wieder in seinen routinemäßigen Arbeitsprozess kommt. Deswegen übt man solche Notsituationen, damit, wenn etwas passiert, man schon relativ gelassen ist und weiß genau, was man wie machen muss. Ja. Panik ist ganz schlecht, nehme ich an. Ne? Das würde die Panik Situation nur verschlimmern. Ja, gut. Dankeschön. Wir haben noch vier Fragen. Und ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Und wir machen unsere kleine Österreich-Tour. Jetzt von Oberösterreich geht es in die Steiermark, lieber Franz. Und zwar nach St. Marien in der Steiermark. Und dort ist Wolfram. Wolfram, kannst du uns hören? Ja. Sehr gut. Wie geht's dir? Gut? Ja. Sehr gut. Na, wunderbar. Guten Tag, Wolfram. Welche Frage hast du? Genau. Welche Frage hast du, lieber Wolfram? Kurz vor dem Start gaben Sie zu Protokoll, Sie haben keine Angst. Gab es während der Zeit, Zeit vom Start bis zurück zur Erde Phasen, wo sie sich dann doch fürchteten oder dass sie lieber auf der Erde geblieben wären? Wie gehen Sie mit diesen Gefühlen um? Also vom Start weg bis zur Landung gab es eigentlich nie einen Moment, wo ich Angst gehabt habe. Ich habe circa 4 Tage vor dem Start, kann mich dann nicht mehr genau erinnern, da war ein kurzer Moment, wo ich Angst gehabt habe. Da war ich allein in einem Zimmer und habe über diesen ganzen Flug nachgedacht und da ist mir plötzlich, habe ich da Angst, Panik bekommen, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn diese Rakete jetzt beim Start, wenn da etwas passiert und das Ding explodiert und wir überleben das nicht, dann würde ich meine Tochter nicht sehen, wo ich gewusst habe, dass meine Frau schwanger war und dass ich Vater werden sollte. Und da habe ich dann einen Moment Angst gehabt. Da bin ich dann schnell raus aus diesem Zimmer, wo ich alleine war und bin dann unter die Leute gegangen und dann war das vorbei. Beim Flug selber, beim Start, war keine Angst. Natürlich ist man aufgeregt und angespannt. Das kennt ihr wahrscheinlich so wie vor einer Prüfung in der Schule. Da ist man aufgeregt. Es hat dann eine Phase gegeben, kurz vor der Landung, wo ich mir schon gedacht habe, naja, hoppala, wenn da jetzt was schief geht, wie wird das enden? Da gibt es nämlich einen Moment, wo man sich schon abkoppelt mit dem Raumschiff von der Raumstation und dann zünden die Bremsraketen und durch das Zünden der Bremsraketen wird die Flugbahn vom Raumschiff so verändert, dass man dann in die Erdatmosphäre eintaucht. Und bevor man dann eintaucht in die Atmosphäre, sprengt sich das Raumschiff in 3 Teile und die Mannschaft, die Crew,
ist in der Kapsel. Und die Kapsel taucht dann ein in die Atmosphäre. Und von dem Moment, wo das Raumschiff auseinandergesprengt wird, bis zum Eintauchen, vergehen circa 4 bis 5 Minuten. Und in dieser Zeit hat die Kapsel hat keine Triebwerke mehr. Also wenn da irgendetwas falsch gelaufen wäre, hat man keine Möglichkeit mehr, was zu korrigieren. Weil die Triebwerke sind schon weggesprengt und das ganze Steuerung, das ist alles weggesprengt. Das heißt, man schwebt dann 4, 5 Minuten, wo man hofft, dass die Mathematiker und die Techniker die Flugbahn richtig berechnet haben, dass man auch wirklich eintaucht in die Atmosphäre, so wie es vorgesehen ist. Und da haben wir schon gedacht, na hoppala, hoffentlich haben sich die nicht verrechnet und haben in der Schule gut aufgepasst in Mathematik und haben das Ganze richtig berechnet. Und Gott sei Dank war es auch so und bei uns ist da nichts passiert und dann wird man von der Atmosphäre abgebremst und landet dann schlussendlich am Fallschirm. Ja, super. Wir sind auch sehr froh, dass das wirklich gut geklappt hat. Nicht nur bei dir, sondern bei allen anderen Astronauten natürlich auch. Lieber Franz, und die russischen Raketen sind ja einige, sind ja eigentlich, zählen zu den allerzuverlässigsten Raumfahrzeugen, die es gibt, über Jahrzehnte hinweg. Und es sind also hier ganz wenige Unfälle, glaube ich, passiert. Vor kurzer Zeit war mal ein kleines ein Problem bei einem Start, soweit ich das vernommen habe. Da wurden die Astronauten aber auch gerettet. Und bei den Landungen weiß ich eigentlich von gar nichts, momentan in der letzteren Zeit sowieso nicht. Ja, vielen Dank zu dieser Frage, die natürlich sehr, sehr, sehr wichtig war, weil da kann man sich wirklich gut vorstellen, wenn man da hinauffliegt, dass es einem einmal sozusagen auch ein bisschen die Angst überkommen kann. Wir gehen wieder zurück, wir kommen von der Steiermark noch einmal nach Oberösterreich und noch einmal nach Linz und kommen jetzt an die Diesterwegschule nach Linz und da ist Stefan. Stefan, kannst du uns hören? Ja. Sehr gut. Lieber Stefan, du hast auch eine sehr spannende Frage, die du dem Franz stellen möchtest. Du kannst schon loslegen. Waren Sie bei Ihrer Mission im Weltraum auch außerhalb der Rakete? Nein, war ich nicht. Leider. Das ist schon noch ein besonderes Erlebnis, wenn man dann außerhalb der Rakete oder der Raumstation ist, wenn man dann wirklich auch dem Weltall ausgesetzt ist. Man hat dann nur mehr eine Schutzhülle rumherum, das ist der Raumanzug. Im Inneren dieses Raumanzugs gibt es Luft zum Atmen und Atmosphäre, aber sonst hat man keine Wand mehr wie in der Raumstation. Und man schwebt dann auch im Weltall frei. Man ist natürlich angebunden an die Raumstation, aber dieses Gefühl und dieses Erlebnis, das habe ich leider nicht miterlebt. Das hätte ich noch gern bei meinem nächsten Raumflug miterlebt. Ja, also das ist so eine extravehicular activity. Das ist natürlich eine ganz besondere Geschichte, aber die ist natürlich auch extrem anstrengend. Und, aber vielleicht, Franz, kannst du uns noch erklären, man sieht doch immer wieder, man sieht die Astronauten, es gibt ja auch Bilder von dir, wo du im Raumschiff hast du auch einen Raumanzug an. Dann haben wir den Raumanzug, den du gerade angesprochen hast, ja, wenn die Astronauten draußen sind. Und in der Raumstation selber, ja, da haben sie oftmals einfach nur so blaue Overalls. Ja. Also eigentlich Raumanzug ist nicht Raumanzug. Genau so ist es. Es gibt verschiedene Raumanzüge. Da gibt es zunächst einmal den einen, der beim Start oder beim Flug im All oder bei der Landung verwendet wird. Da liegt man immer in der Kapsel, in der Raumkapsel. Und hier ist der Raumanzug sozusagen eine Sicherheitsmaßnahme. Falls irgendetwas passiert und die Atmosphäre, die Luft würde aus dieser Kapsel herauskommen, dann hat man den Raumanzug und kann innerhalb dieses Raumanzugs weiterleben. Das macht man als Vorsichtsmaßnahmen, weil immer etwas auch passieren kann im Weltall, wenn man Triebwerke zündet oder wenn sonst irgendetwas ein Manöver gemacht wird, dann kann so etwas passieren, dass irgendwas schief läuft und die Atmosphäre verloren geht. Dann ist man in der
Raumstation, wo man tagtäglich lebt und seine Arbeit verrichtet. Das ist wie zu Hause, da hat man einen Trainingsanzug an oder was auch immer, einen Sonntagsanzug könnte man machen, aber der ist eher unbequem, das macht man nicht. Deswegen hat man immer so Trainingsanzüge an, damit man sich einfach wohlfühlt, weil in dieser Raumstation ist normale Atmosphäre, da kann man normal atmen und sprechen und trinken und essen und alles, was man sonst im täglichen Leben macht, man schwebt halt, das ist der Unterschied. Temperatur, 20 Grad? Die Temperatur ist so, wie man sich einstellt, da gibt es eine Klimaanlage, das kann man sich also alles gut einstellen und ist ein sehr angenehmes Leben. Und dann gibt es die speziellen Raumanzüge, die speziell dafür gedacht sind, für einen Weltraumausstieg, dass man außerhalb der Raumstation Arbeiten verrichten kann. Das sind spezielle Anzüge, die ein spezielles Kühlsystem und Heizsystem haben, Sauerstoffversorgung und so weiter. Und das Ganze ist natürlich auch ein Ausstieg ins freie Weltall, und dort arbeiten ist extrem anstrengend. Extrem anstrengend, weil die jede Bewegung sehr anstrengend ist. Die Finger kann man nur sehr schwer bewegen, weil durch das Vakuum bläst sich der Raumanzug auf und die Astronauten oder Astronautinnen in solchen Raumanzügen, wenn sie im freien Weltall sind, die schauen so aus wie diese Michelin-Männchen von der Reifenfirma. Die sind so aufgeblasen. Und das ist dann extrem schwer, sich zu bewegen oder eine Zange in die Hand zu nehmen oder einen Schraubenzieher zu schrauben. Also das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Die Leute sind dann nach 5-6 Stunden wirklich geschafft und brauchen dann einige Zeit Erholung. Und ich habe gehört, man braucht auch ziemlich lange, um das anzuziehen. Man braucht sehr lange, um das anzuziehen. Da muss man natürlich auch immer stichen. Man braucht dann auch natürlich auch Zeit, um Sicherheitschecks zu machen, zu schauen, dass alles dicht ist, weil es darf da nichts passieren, da, wenn man im freien Weltall ist mit so einem Anzug, da darf nicht irgendwo eine kleine Luke sein, wo man etwas verliert, wo man Luft verliert. Klar, da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein und alles mehrfach checken. Ja, wir kommen zu unseren letzten beiden Fragen, sind jetzt schon fast am Ende angelangt. Also ich fand es bisher fantastisch, welche großartigen Fragen ihr gehabt habt. Ich hoffe, du hast das auch so gesehen, Franz. Wir kommen nämlich jetzt noch einmal zurück in die Steiermark, und zwar an die Volksschule Tördl. Und dort ist Emma. Liebe Emma, hörst du uns? Ja. Ja. Hallo Emma. Hallo. Liebe Emma, was ist denn deine Frage an unseren Astronauten, Franz? Kann man in der Schwerelosigkeit Ball spielen und nach der Arbeit seine Familie anrufen? Gute Frage. Ja, man kann in der Schwerelosigkeit sogar ganz gut Ball spielen. Der schwebt genauso. Man muss nur am Anfang sich ein bisschen umstellen. Und zwar deswegen, wenn du hier auf der Erde den Ball wirfst, dann musst du ihn immer ein bisschen in die Luft werfen, damit er in die Höhe werfen, damit er weiterfliegt, weil er durch die Schwerkraft nach unten gedrückt wird. Und der macht dann immer seine Flugkurve und landet dann irgendwann einmal. Und das passiert im Weltall nicht. Wenn du den Ball in eine Richtung schießt, der fliegt immer in die gleiche Richtung. Der wird nicht durch die Schwerkraft nach unten gedrückt. Also das ist ein Unterschied, auf das muss man sich gewöhnen. Und die zweite Frage war, ob man dann nach der Arbeit seine Familie anrufen kann. Das geht nicht so ganz locker. Jetzt geht es schon besser wie früher zu meiner Zeit. Wie ich geflogen bin, hat es noch kein Internet gegeben und kein Handy. Und da konnte man nur zu bestimmten Zeiten telefonieren, wo man über einen Satelliten verbunden wurde mit der Bodenstation, also auch keine direkte Telefonverbindung mit der Familie. Heutzutage geht das schon, da kann man schon viel leichter telefonieren und auch direkt mit der Familie telefonieren.
Ja, liebe Emma, vielen Dank für diese spannende Frage. Also diese Kommunikation natürlich ja mit dem Erdboden ist was ganz Wichtiges. Da fühlt man sich natürlich dann auch ein bisschen mehr zu Hause, wenn man auch mal wieder seine Lieben hört. Ja, lieber Franz, wir kommen zur letzten Frage. Und da machen wir unseren Blick ganz nach Westen, nach Vorarlberg, und zwar an die Volksschule Kirchdorf Lustenau. Und da hat sich Lennart eine Frage überlegt. Lieber Lennart, bist du da? Kannst du uns hören? Ja. Super. Lennart, wir freuen uns auf deine Frage. Hatten Sie auf der Via Heimweh? Nein, habe ich nicht gehabt. Ich war dort so beschäftigt, habe so viel zu tun gehabt. Das Einzige, wo vielleicht ein bisschen Heimweh Gefühle gekommen sind, ist, wenn man so tolle Momente erlebt, wenn man zum Beispiel den Ausblick genießt auf die Erde und wenn man Österreich sieht und wenn man dann schöne Inseln sieht, wo man früher auf Urlaub war, das sind dann Momente, die man gern mit jemand anderem teilen will, dann hat man vielleicht ein bisschen sein Bedürfnis, das mit jemandem zu teilen und vielleicht ein bisschen Heimweh, aber sonst eigentlich nicht. Ja, du warst ja auch jetzt keine Monate oder Jahre auf der Raumstation. Dein Flug hat etwas über eine Woche, glaube ich, gedauert. Also du warst sehr beschäftigt. Da waren doch, wie viele Experimente waren durchzuführen? Also ganz. Ja, wir haben da 14 Experimente gehabt und natürlich waren wir sehr beschäftigt. Und die Zeit war kurz, da kommt man nicht überhaupt zu denken. Wenn man natürlich einen Langzeitflug macht und der Rekord, der liegt bei 14 Monaten, da ist es dann schon so, dass es Momente gibt, wo man gerne sagt, so jetzt reicht es, jetzt wäre ich eigentlich gerne wieder zu Hause. Aber ich glaube, das sind halt ganz natürliche Momente und da versucht man halt, dass man da halbwegs gut durchkommt. Ja, lieber Franz, das waren die Fragen von unseren Mission X Klassen aus Österreich 2021. Und, super, wie viele Klassen haben teilgenommen? Also wir hatten natürlich, wie immer, es ist ein Wettbewerb. Und beworben haben sich ursprünglich, ja, wie wir begonnen haben, mit 40 Klassen. Richtig begonnen haben nur 30 Klassen. Ja, und dann bis zum Abschluss haben es nur 14 Klassen geschafft. Das heißt, das ist so wie bei einer Astronautenauswahl. Ja, es werden halt immer weniger und nur die Besten kommen durch. Und waren alle Bundesländer vertreten jetzt am Schluss? Bis auf zwei Bundesländer waren alle vertreten. Ja. Und ja, wir hoffen, dass es natürlich vielleicht nächstes Jahr dann noch einmal ein paar mehr sind. Aber wir sind eigentlich recht zuversichtlich, ja, und zwar recht schön. Und wir waren von West nach Ost und Nord nach Süd sozusagen. Ja. Also das freut uns immer, wenn jetzt nicht nur irgendwie eine Ostlastigkeit oder was besteht. Wir haben ja klein begonnen vor 10 Jahren, ja, mit mehr oder weniger Wien und Umgebung. Und das hat sich aber mittlerweile auf ganz Österreich ausgedehnt. Und das ist natürlich super. Gut, na toll. Also ich gratuliere allen Schülerinnen und Schülern, die hier mitgemacht haben. Tolle Projekte und auch vielen Dank für die tollen Fragen. Und ich wünsche euch in eurem weiteren Leben alles Gute. Und vor allem schaut, dass eure Träume und Visionen verwirklicht. Lieber Franz, wir danken dir ganz herzlich, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, für unsere jungen Astronautinnen und Astronauten Rede und Antwort zu stellen. Wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr wieder hier live im Ars Electronica Center machen können. Denn Mission X geht weiter mit neuen Missionen natürlich. Jetzt folgt unsere Prämierung unserer Klassen, weil die Klassen sind natürlich auch schon gespannt, was sie gewonnen haben. Denn die Klassen bekommen am Schluss selbstverständlich auch ihre Preise. Und das ist jetzt, was in der nächsten halben Stunde noch folgt. Vielen herzlichen Dank für dein Dabeisein und wir freuen Danke uns vielmals. Aufs nächste Mal. Vielen Dank, lieber Franz. Also, alles Gute. Alles Liebe. Tschüss. Und bis zum nächsten Tschüss. Mal. Servus. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Freude gemacht, mit unserem österreichischen Astronauten, unserem Franz Fieberg, zu sprechen und ihm Fragen zu stellen. Ich muss euch gratulieren, es
hat wirklich fantastisch funktioniert. Ihr habt großartige Fragen gehabt und gestellt, und das hat euch ja Franz auch jetzt nochmal bestätigt. Und unser jetzt nächster Schritt, ja, der ist natürlich für euch alle sehr spannend, weil wir kommen jetzt zur Preisverleihung. Und bei der Preisverleihung möchte ich vielleicht gleich einiges sagen, bevor wir hier mit den einzelnen Klassen starten. Und ich würde mich freuen, wenn die einzelnen Klassen dann dran sind, dass eure Klassenlehrerin und euer Klassenlehrer vielleicht nachher ganz kurz zum Bildschirm kommt und vielleicht aber nur ganz kurz dann ein oder zwei Worte sagt, wie es Ihnen gegangen ist bei Mission X. Das dürft ihr euch natürlich auch dann darüber freuen. Ja. Und ich möchte gleich sagen, es haben alle Klassen Großartiges geleistet. Und dazu gratuliere ich euch jetzt schon einmal vorab. Aber jetzt starten wir mal mit unserer Preisverleihung. Und es ist auch so, ja, ich kann euch natürlich derzeit nichts in die Hand drücken, ja, virtuell, aber in den nächsten zwei Wochen werden noch die Preise, es gibt ja nämlich auch ein Zertifikat, Franz Fieböck hat auch für euch, für eure Klassen, ja, für eure Teams, ja, ein Zertifikat unterschrieben. Das heißt, pro Klasse gibt es dann auch ein offizielles Zertifikat mit der offiziellen Unterschrift vom Franz drauf. Das kommt dann per Post innerhalb der nächsten Wochen noch bis zum Schulschluss zu euch in die Schulen. Und auch noch mit ein paar Kleinigkeiten sind dann dabei. Aber jetzt schauen wir mal, wir müssen gleich mal beginnen und wir starten mit der ersten erfolgreichen Teilnahme, dem ersten Team, das erfolgreich teilgenommen hat. Und da zählen wir herunter. 3, 2, 1. Unser erstes Team, das erfolgreich teilgenommen hat. Ja, das sind die Galaxy-Helden der Volksschule Wimpassing aus dem Burgenland, 3. und 4. Klasse. Liebe, ja, gratuliere euch, ihr habt super mitgemacht. Ist eure Lehrerin da und sagt kurz Hallo und sagt, dass ihr, ja, ihr habt das toll gemacht. Ja, ich höre jetzt keinen Ton, aber ist eure Lehrerin da? Ich hoffe schon. Ja, so, ja. Gratulation nochmals. Ja, Sie haben das großartig gemacht und wir gratulieren eurer Klasse. Und die Unterlagen kommen noch. Und danke fürs Mitmachen und danke fürs Engagement. Wirklich super. Dankeschön. Alles Gute. Ja, bekommt, hört noch. Wir hören Sie jetzt leider nicht, aber alles Gute. Gut. Die erste Klasse hat sich schon einmal, die erste erfolgreiche Teilnahme ist schon mal jetzt kommen. Wir haben ja mehr Klassen. Und die zweite erfolgreiche Teilnahme, schauen wir mal, ja, wer es noch geschafft hat, ins Finale zu kommen. Da. Die Planetenchecker aus Salzburg in Bergheim, die haben auch ganz aktiv mitgewirkt. Und waren auch ganz tüchtig. Ich hoffe, ihr seht mich. Ja, hallo. Gratulation an euch. Ihr habt fantastisch mitgemacht. Ja, ihr habt eure Klasse auch so schön geschmückt. Also ich gratuliere euch und wie gesagt auch natürlich immer den Lehrkräften, ja, fantastisch gemacht. Danke fürs Engagement und eine Mission X Zertifikate kommen noch zu euch. Danke. Alles Gute. Gerne. So, schauen wir mal. Welches ist das dritte Team, das es geschafft hat bis ins Finale? Das dritte Team, das es bis ins Finale geschafft hat, ist die Astro-Sternenritter. Die Astro-Sternenritter aus Pasching in Oberösterreich, also hier in der Nähe von Linz, wobei ich nicht genau weiß, wo Pasching liegt. Das ist mein hey, danke. Wow. Ja, alles Gute. Alles Gute. Bravo. Geschafft, ja. Sie haben es geschafft bis zum Schluss
Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir gratulieren euch für das tolle Mitmachen und euer Engagement, auch für die tollen Präsentationen während der Klassenbesuche. Gratulation. Danke, voll lieb. Danke. Alles Gute. Gratulation. Danke. Gratulation. Ja, wir haben noch ein paar. Ja, ist noch nicht vorbei. Unsere vierte erfolgreiche Teilnahme. Das ist nicht einfach, erfolgreich bei Mission X zu sein. Ich habe es gesagt, von 40 Klassen sind nur 14 übrig geblieben. Na, schauen wir mal. Unser Feuerwerk. Die Wundergalaxie, die dritte Klasse aus Graz in der Steiermark. Wir gehen in die schöne Steiermark, in das grüne Herz Österreichs. Und da freuen wir uns. Die Wundergalaxie hat ein bisschen spät begonnen, muss man sagen. Ihr habt es aber dann umso besser aufgeholt. Ja. Und da freuen wir uns, dass ihr auch dabei geblieben seid. Und gratulieren euch ganz herzlich. Gratulation. Ja, vielen Dank auch für das ganze Moderieren. Vielen Dank an den Herrn Feedback. Uns hat das großen Spaß gemacht und wir sind sehr überrascht und überglücklich, dass wir es geschafft haben. Danke und herzlich bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und dass ihr es geschafft habt, auch bis am Schluss dabei zu bleiben. Super. Ja, es gibt noch zwei erfolgreiche Teilnahmen und dann wird es noch spannender. Dann wird es noch spannender. Ja, unsere fünfte erfolgreiche Teilnahme. Jetzt schauen wir mal. Und NASA World, vierte Klasse. Ja, wir bleiben in der Steiermark. In Tördel, der Herr Neuer, glaube ich, das, wenn ich mich nicht täusche. Ja, also ihr habt auch bis zum Schluss durchgehalten. Gratulation. Ja, Gratulation. So, ich sage auch ESA World, NASA World, aber ESA World. Ja, super. Gut, toll habt ihr das gemacht. Ja, also ich freue mich. Ja, gratuliere euch fürs Dabeisein. Es kommt noch eine Siegerstatue und ein Zertifikat, ein Originalzertifikat unterschrieben von Franz. Ja, cool. So, sechster Erfolg. So, jetzt schauen wir mal. So, es wird immer spannender. Sechste erfolgreiche Teilnahme. Ja, es sind ja noch ein paar Klassen da. Ja? Na, ich glaube, muss man noch zittern. Naja, so ist es bei den Wettbewerben. Man weiß nie, ja, wer gewinnt am Schluss. Ja. Außer wir natürlich. Aber ihr werdet es auch gleich wissen. Sechste erfolgreiche Teilnahme. Dum, da, dum, dum. Die Gallier im Weltall. Die sind aus Lustenau in Vorarlberg. Und die haben sich auch tapfer geschlagen. Und ich hoffe, ich sehe sie. Ja, hier die Gallier im Weltall aus Lustenau in Vorarlberg. Ja, seid ihr da? Ich sehe eine tolle Rakete da hinten. Ja, die fliegt fast schon bis zum Mond. Ja, also, könnt ihr mich hören? Gratuliere euch auch für euer tolles Mittun. Dankeschön, dass ihr so tüchtig dabei wart. Ja, wir können euch jetzt nicht hören, aber ja, es hat, glaube ich, gefallen. Ja, jetzt hören wir euch. Super, super. Gratulation fürs Mittun, für eure ganzen Aktivitäten, die ihr gemacht habt. Super. Gut. Ja, damit sind unsere ersten Teilnahmen beendet, aber es geht noch weiter, meine Lieben. Es gibt ja, wir haben ja noch einige spezielle Kategorien. Und die erste Kategorie, die wir ins Leben gerufen haben dieses Jahr, ist die des Westen-Weltraum-Videos. Ihr habt viele von euch großartige Videos gemacht, ja? Großartige Bilder aufs Netz gestellt. Aber ein Weltraum-Video hat mich am meisten überzeugt, beziehungsweise was ihr da gemacht habt. Das fand ich wirklich großartig oder das fanden wir großartig. Und ja, schauen wir mal, wer dieses allerbeste Weltraum-Video 2021 bei Mission X gemacht hat. 3, 2, 1. Schauen wir mal. Ja, das waren die Helping Hands, das Helping Hands Team der vierten Klasse aus Linz, hier aus Linz in Oberösterreich. Herzlich willkommen. Gratulation
Ihr habt ein fantastisches Video gemacht. Kann vielleicht eure Lehrerin kurz kommen und zwei Worte sagen? Würden uns echt freuen. Es war super. Ihr habt ein fantastisches Video gemacht. Und das sind wir der Meinung gewesen, das muss prämiert werden. Ich habe es genossen, dieses Video zu sehen. Und ja, hallo. Vielen Dank. Hallo. Danke und wir haben richtig viel Spaß dabei gehabt und wir freuen uns, dass das auch wertgeschätzt wird. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart, dass ihr euch so engagiert habt. Hinten sehe ich ein paar Astronauten schweben und das Video war wirklich ganz super toll. Alles Gute und die Preise kommen noch. Das Weltraumvideo, der Weltraumvideopreis. Gut, meine Lieben, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Wir haben verschiedene Preiskategorien und eine Preiskategorie ist mir ganz besonders wichtig, weil sie einfach zeigt, wie man auch Schule leben kann mit dem Thema Weltraum. Ja, und ich finde, das habt ihr ganz, ganz fantastisch gemacht. Also die Klasse, die das jetzt gewonnen hat, hat das unglaublich fantastisch gemacht. Sie hat nicht nur das gemacht, sie hat auch noch ein paar andere Dinge gemacht, die ich fantastisch fand. Das schauen wir uns jetzt mal gleich an. Also, und zwar die integrative Leistung. Das heißt, ihr habt, einige Klassen haben ja Integrationskinder dabei. Fantastisch habt ihr das alles untergebracht. Aber bei einer Klasse waren wir der Meinung, das ist wirklich mehr als einen Preis wert. Und das wären unsere Kakteen im Weltraum. Und das ist die dritte Klasse, der Klasse St. Pölten in Niederösterreich. Und ich fand, ihr habt das so fantastisch gemacht. Ihr habt auch ein Padlet gemacht am Internet. Ja. Und da muss ich sagen, kann ich euch nur gratulieren, wie fantastisch ihr das hier alles gemeinsam integriert habt. Ist eure Lehrkraft kurz da? Ja, vielen lieben Dank. Hallo. Wir freuen uns sehr, sehr und haben sehr viel Spaß bei der Gestaltung gehabt des Padlets. Vielen lieben Dank. Ja, das war wirklich super. Das Padlet war fantastisch. Aber ich habe auch, was wir mit euren Kindern gemacht habt hier während der Pandemie und auch generell, war wirklich außergewöhnlich. Großartig. Gratulation. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Der Preis kommt. Ja, alles Gute. Ja, alles Gute. Grüße euch Gott. So, wir haben noch ein paar Kategorien offen. Nämlich, im Weltraum ist es auch wichtig, gemeinsam zusammenzuarbeiten. Das hat der Franz erwähnt. Ohne Team ist man gar nichts. Und man kommt auch ohne ein Team dort gar nicht rauf. Das ist unmöglich. Es sind immer viele, viele Menschen, die zusammenarbeiten. Und in der Klasse seid ihr auch viele Kinder, die zusammenarbeiten, um Dinge zu schaffen. Und das habt ihr bei Mission X bewiesen. Und es gibt aber immer Klassen, wo man sieht, dass die Teamleistung was ganz Besonderes ist, wo diese Zusammenarbeit irgendwie herausgestrichen ist. Und da schauen wir mal, welche Klasse hier die Teamleistung in den Vordergrund und in den Vordergrund gestellt hat. 3, 2, 1. Das waren die Weltraumflummis aus Wien, Währing. Und das ist die dritte Klasse. Und da freue ich mich sehr, dass ihr euch hier im Team, glaube ich, recht gut entwickelt habt. Ja, könnt ihr mich hören? Hallo. Ja. Gratulation zur Teamarbeit. Wir sind gerade alle im Siegestaumel. Ja, das ist gut so. Dafür ist diese Veranstaltung da. Ja, gratuliere. Vielen Dank für das tolle Projekt. Sehr gerne. Ihr habt es großartig mitgemacht und wie gesagt, auch die Teamarbeit. Und das Dankeschön und alles Gute. Alles Gute. Danke. Ja. Mission X hat verschiedene Aspekte. Teamarbeit, natürlich gehört dazu, haben wir gerade gesehen. Aber ein Aspekt ist natürlich, Astronauten müssen sich gesund ernähren. Die können nicht nur Schokolade und Burger in sich hineinstopfen. Das geht nicht. Ja, und diese gesunde Ernährung ist ein wesentlicher Aspekt in unserem Projekt Train Like an Astronaut. Und das mit
diesen Ernährungspyramiden, das haben wir gesehen, das ist schon eine spannende Sache. Die soll man nicht nur aufzeichnen, man soll die dann auch wirklich in dem Sinne leben. Ne? Und ich habe dieses Jahr eine Ernährungspyramide erlebt, die haben wir noch nie gehabt im Weltraum oder in unserem Projekt. Ne? Und die fand ich großartig. Ja? Und die ist entstanden. Ja, wo ist die entstanden? Das schauen wir uns jetzt an. Die Space Stars of Pladur, die 4A-Klasse aus Götzis in Vorarlberg, ja, hat sich unter anderem, wie viele andere auch, ja, hier mit einer unglaublich tollen Ernährungspyramide, ja, die so groß war wie der ganze, das ganze Foyer in der Schule. Und da waren wir wirklich begeistert. Ja. Und das ist eine große Sache. Und das habt ihr toll gemacht. Ich habe jetzt gar kein Bild davon der Ernährungspyramide, aber am Internet auf unserem Facebook-Account sieht man, ihr habt es gepostet. Also wir freuen uns da sehr. Gratulation, ja, zu dieser tollen Ernährungspyramide, die hier entstanden ist in der 4A-Klasse. Alles Gute. Gratulation. Herzlichen Dank. Uns hat es ganz viel Spaß gemacht, das Thema Ernährung zu bearbeiten. Und allgemein, Mission X war für uns sehr gewinnbringend und wir haben großen Spaß am ganzen Projekt gehabt. Dankeschön. Danke auch. Vielen herzlichen Dank. Großartig. Super. Super. Ja, wir sind noch nicht am Schluss. Es gibt noch ein paar Kategorien. Ja, Mission X, wie auch schon noch einmal der Franz gesagt hat, wenn man Astronaut ist und man arbeitet draußen in der Raumstation, außerhalb der Raumstation, da muss man besonders fit sein. Das ist wirklich schwierig, da zu arbeiten in dem Raumanzug. Das heißt, man muss natürlich wirklich trainieren und Sport betreiben. Und das heißt, täglich Sport ist wichtig, nicht nur ein bisschen. Und die Astronauten auf der Raumstation betreiben täglich, wie Margit schon am Anfang gesagt hat, ja, mehrere Stunden Sport, um fit zu bleiben. Und wir haben eine Klasse, die wirklich fit ist und die sich hier der Fitness verschrieben hat. Und das ist folgende Klasse. Die Galaxy Gang der dritten Klasse Linz aus Oberösterreich. Ja, ich freue mich sehr, euch dazu zu gratulieren. Ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass ihr diesen Preis gewonnen habt. Warum, wird euch jetzt gleich oder wird gleich eure Lehrerin kurz erklären. Danke vielmals, dass wir das gewonnen haben. Wir freuen uns sehr. Wir haben das Beste gegeben aus sportlicher Sicht und hatten viel Freude daran. Und danke für dieses tolle Projekt. Das hat uns diese schwierige Corona-Zeit viel lustiger gemacht. Danke. Super, gerne. Aber ihr müsst dazu sagen, ihr habt extra viel Sport in eurer Klasse. Ja? Also ihr habt fast jeden Tag die Möglichkeit, Sport zu machen. Das ist nicht selbstverständlich. Aber ich freue mich, dass es so gut angekommen ist. Ja, wir sind da noch nicht ganz am Ende. Wir nähern uns dem Höhepunkt. Was fehlt noch? Ja, wir haben Team, wir haben Ernährung, wir haben Sport. Ja, man muss im Weltraum schon natürlich sich auch auskennen. Ne? Und man muss natürlich auch wissen, ja, wie es ausschaut mit der Wissenschaft. Und das heißt, die wissenschaftliche Leistung ist eine der ganz wesentlichen. Ja, viel lernen, ja, hat der Franz auch wiederum erwähnt. Ja. Und die Wissenschaft im Hintergrund, ja, die hat uns erst ermöglicht, dass wir in den Weltraum gekommen sind mit unserer Raumstation. Auf der Raumstation, ja, laufen 50 Computer, ja, extrem aufwendige Computercodes. Ja, auf der Erde, ja, tausende von Computern. Ja, und die muss man alle verstehen. Nicht jeder muss alles verstehen, aber in seinem Bereich. Und die wissenschaftliche Leistung, die beginnt ja, in euren Schulen. Und jetzt schauen wir mal, wer diese beste wissenschaftliche Leistung erzielt hat. Die Weltraumkids der vierten Klasse aus St. Marien, Neumarkt in der Steiermark. Wir sind jetzt in die Steiermark. Gratuliere euch. Ihr seid die wissenschaftlichen Sieger dieses Jahres, wenn man so sagen will.
Und ihr seid auch eine MINT-Schule, das muss man dazu sagen. Ein bisschen einen Vorteil habt ihr gehabt, gell? Ja, weil ihr so speziell euch auf dieses Thema schon fokussiert habt. Aber uns freut das natürlich, dass gerade auch im wissenschaftlichen Bereich ihr habt wirklich Tolles geleistet, auch tolle Sachen gepostet, auch während unserer kleinen Treffen. Wie gesagt, wirklich Gratulation und wir freuen uns sehr, dass ihr das fantastisch gemacht habt. Liebe Frau Gölle, Sie können zwei Worte gerne sagen. Vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr über diesen Preis, denn als MINT-Schule ist es natürlich was Besonderes, wenn man auch dann den wissenschaftlichen Preis gewinnen kann. Und die Kinder werden es jetzt zeigen, wie sie sich freuen. Vielen Dank für diese tolle Aktion. Gratulation. Super, super. So, ja, meine Lieben, jetzt ist... Wir sind am Ende, aber noch nicht ganz, Ein letzter Preis ist offen und das ist natürlich immer super spannend. Ja, es gibt auch sowas wie eine beste Gesamtleistung. Ja, das heißt, das sind, wenn man so will, die Sieger von Mission X 2021. Und ja, das kann natürlich immer nur eine Klasse sein, das ist klar. Dafür heißt es aber wirklich ganz viel tun. Und alle Klassen, die diesen Preis in den letzten 10 Jahren gewonnen haben, haben wirklich, wirklich Großartiges geleistet. Nicht nur die Klassen, ja, sondern auch vor allem natürlich ihre Lehrkräfte, die das in die Wege geleitet haben. Wie gesagt, sie alle haben das fantastisch gemacht. Und wir müssen am Schluss natürlich eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung fällt uns nie leicht, weil es immer schwierig ist, hier ein bisschen zu unterscheiden. Aber wir sind der Meinung, dass es für diese Klasse mit Fug und Recht der Preis für Mission X 2021 gerechtfertigt ist. Und ja, da sind wir jetzt gespannt, welche Klasse das ist. Und ich hoffe, dass wir dann noch zwei Worte gemeinsam im Internet, jetzt also hier über Zoom, zwei Worte noch sprechen können. Und dazu ist es aber vorher noch einmal ganz, 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 ganz spannend. Denn wer wird die beste Gesamtleistung für Mission X 2021 bekommen? Das ist die Frage. Ja, müssen wir. Spannung steigt. Es ist nicht so, so selbstverständlich, so eine Leistung zu erbringen. Ihr habt es 4 Monate trainiert. Ihr habt es ganz intensiv zu Hause, in der Schule, mit euren Lehrkräften, aber auch Outdoor, Indoor, alles Mögliche. Großes. Ich fand es wirklich super und ist noch immer nichts. Ist noch nichts. Ja, also, ich glaube, wir sollten es jetzt verraten. Mission X, Gewinner 2021 sind die Space Stars auf Platur 4B-Klasse aus Götzis in Vorarlberg. Ja, wir gratulieren euch ganz, ganz besonders und hier im Besonderen Simone Meyer möchte ich dazu gratulieren, die mit einer unglaublichen Intensität sich und unglaublichen Drive der Sache gewidmet hat. Und liebe Simone, wenn du so lieb bist und vielleicht kurz mal zum Video kommst und ja, wir wollen dir ganz herzlich gratulieren zu dem, was du gemacht hast mit deiner Klasse. Du hast deine Schule in ein Raumschiff verwandelt und das kann man durchaus, sage ich, prämieren. Herzliche Gratulation euch für den Gewinn Mission X 2021. Ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also ich bin gerade ein bisschen ohne Worte, aber trotzdem, also ich muss meinen oder unseren Kindern wirklich einen großen Dank aussprechen, dass sie wirklich bei allen ganzen Missionen so gut mitgearbeitet haben, zu Hause wie auch in der Schule, in der Betreuung. Sie waren überall wirklich mit Begeisterung bei der Sache und auch meine Kolleginnen haben das wirklich ganz gut unterstützt. Wir haben das Ganze
fächerübergreifend gemacht. Auch die Werklehrerinnen hatten einen großen Anteil. Und also es ist wirklich selten der Fall, dass mir die Worte fehlen, aber ich bin wirklich sehr dankbar, dass wir die Siegerklasse geworden sind bei diesem tollen Projekt. Also danke vielmals. Vielen Dank, Simone, auch Gratulation an euch, aber auch bitte an deine Lehrer, Klassenkolleginnen, ja, möchte ich auch sagen, die haben natürlich auch einen ganz großen Anteil daran, ja. Also wie gesagt, Gratulation auch an alle beteiligten Lehrkräfte aus eurer Schule hier, von euren Schulen und Klassen. Also wie gesagt, es war wirklich super, was ihr geleistet habt und einige großartige Ideen, wie gesagt, bis hin zu dieser Ernährungspyramide, die den ganzen Schulhof fast in der Mitte eingenommen hat. Also ich fand es wirklich super spannend. Das ist viel, viel Arbeit, das wissen wir, und eine große Herausforderung. Ich hoffe, es hat ein bisschen über diese schwierige Zeit von Corona hinweggeholfen und einfach auch hier neue Perspektiven geschaffen. In diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist somit unsere Preis- und Siegerehrung sozusagen am Ende. Und wir kommen jetzt nur noch, wie gesagt, noch einmal Gratulation. Hier ist das Zertifikat, das Gratulation an alle Klassen, Teams und die Lehrkräfte, ohne die es nicht klappt. Und dieses Zertifikat bekommt ihr mit den Originalunterschriften auch vom Franz in den nächsten Wochen noch von uns hier gesendet. Ein paar Goodies noch dabei und auch einer Siegerstatue, die ihr dann in der Schule oder in der Klasse, denen ihr dann einen Ehrenplatz geben könnt. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich nochmal bedanken bei allen, die hier das Projekt, diesen Wettbewerb für dieses Jahr ermöglicht haben. Im Hintergrund hier im Ars Electronica Center, das ist Bettina Anderl, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung von Esero, die ganz wichtig ist. Unterstützung vom Center, Andreas Bauer, auch an dich, Andreas, ein großes Dankeschön für deine Leistung und Unterstützung und natürlich auch der Technik heute hier im Hintergrund. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Techniker hier im Hintergrund mindestens, also auch für euch zu Hause. Ja, hier steckt eine ganze Menge Technik dahinter, damit das Ganze funktioniert. Und noch einmal auch ein Dankeschön natürlich an Michaela und Margit, dass ihr dabei wart und euch das noch einmal angesehen habt. Danke, Michaela. Ich hoffe, du hast einen Eindruck bekommen davon, wie es dieses Jahr, glaube ich, gelaufen ist. Ich bin auch eigentlich überwältigt davon, auch wie toll es jetzt hier funktioniert hat. Vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, die Zertifikate kommen. Mein Dank gilt eben an alle, die beteiligt waren über das Ministerium, die ESA, FFG, Ars Electronica, RUAG, Andreas, dir auch nochmal ein Dankeschön fürs Dabeisein. Das ist immer großartig, dich dabei zu haben. Und natürlich unseren Astronauten, den Franz, den ihr heute erlebt habt, der, wie gesagt, auch seit 10 Jahren hier mit dabei ist. Vielen herzlichen Dank. Und in diesem Sinne möchte ich unseren Livestream beenden. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Mittag und einfach auch eine schöne restliche Schulzeit, hoffentlich eine sichere Schulzeit, möglichst wenig Ärger mit diesem dummen Coronavirus. Und dann genießt es, freut euch auf was ihr gewonnen habt. Und vielleicht sehen wir die ein oder anderen bei Mission X 2022. Mission X kommt wieder, startet wieder im Herbst und da freuen wir uns schon drauf. Und in diesem Sinne sage ich auf Wiedersehen. Grüß euch Gott und bis bald bei Mission X und Esero Austria. Tschüss.